Ja, also herzlich willkommen hier in der Grünen Ecke. Mein Name ist Stefan Kühn, ich bin als erster Bundestagsabgeordneter und betreibe mit Valentin Lippmann dieses, nicht nur Büro, sondern eben auch diesen Veranstaltungsort, in dem wir auch Ausstellungen machen und vor allen Dingen regelmäßig den Grünen Salon. Und der heißt heute Vordenker des Hasses, Pegida und die neue Rechte. Auch wenn aktuell das NPD-Verbotsverfahren läuft, beschäftigen wir uns heute vorzugsweise mit den eben sogenannten neuen Rechten. Dabei handelt es sich um eine lose Gruppe von Autoren, Publizisten und Journalisten, zum Beispiel die in der Jungen Freiheit um den Herausgeber Dieter Stein schreiben oder den Neurechten, Think Tank, das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, der da in Sachsen-Anhalt ein Rittergut betreibt, der mehrfach hier in Dresden auf Pegida-Versammlungen gesprochen hat. Und bei diesem Institut für Staatspolitik hat beispielsweise im November auch Björn Höcke von der AfD gesprochen und dort seine Thesen zu Reproduktionsstrategien und über den afrikanischen Ausbreitungstyp schwadroniert. Anders als die NPD beziehen sich die Neurechten nicht klar auf den Nationalsozialismus, sondern sehen vielmehr ihre Tradition in den antiliberalen rechten Strömungen während der Weimarer Zeit, also beispielsweise Autoren wie Ernst Thümer, Karl Schmidt. Und sie fahren im Moment deutlich sichtbar im Windschatten von Pegida und der Flüchtlingskrise und träumen von einer konservativen Revolution. Die multikulturelle Gesellschaft und Feminismus sind ihnen ein Dorn im Auge. Sie vertreten einen radikalen Nationalismus und sprechen sich klar gegen einen liberalen Staat aus. Wir wollen heute darüber sprechen, wer die neuen Rechten ganz genau sind, wie sie versuchen, im Fahrwasser der Asyldebatte sich zu profilieren, mit welchen Strategien, mit welchen Zielen sie das tun und wie sie in die nationalen Bewegungen um Pegida und die AfD hineinwirken. Und natürlich vor allen Dingen die Frage, wie man damit umgeht, mit welchen rechtsstaatlichen Mitteln, mit welchen politischen, mit welchen zivilgesellschaftlichen Mitteln man dem begegnen kann. Und wir haben uns dafür einen Experten geholt mit Volker Weiß. Herzlich willkommen. Volker Weiß ist Historiker und Publizist, schreibt unter anderem für die Zeit, für die Jungle World, für die Frankfurter Rundschau, für Spiegel Online. Er hat in Hamburg studiert, Literaturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Psychologie und hat zu dem Themenkomplex, zu dem er heute spricht und auch einen Einführungsvortrag halten wird, auch promoviert, also mit der vermeintlich konservativen Revolution. Er hat 2011 ein Essay veröffentlicht mit dem Titel Deutschlands neue Rechte, Angriff der Eliten von Sprengler bis Sarrazin. Kommt, wie auch da schon an der Tafel steht, aus Hamburg, ist 72er Baujahr und ich freue mich, dass er heute da ist und das ist sein Applaus. Also er hat auch eine Präsentation für uns jetzt mitgebracht, wir werden also jetzt einen ausführlichen Einstiegsvortrag hören und dann diskutieren und gemeinsam mit Valentin Lippmann, den ich so halb vorgestellt habe. Valentin ist mein Landtagskollege und dort innenpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und er wird uns dann Einblicke geben in der Diskussion zu der Frage, wie die neuen Rechten in Sachsen und speziell um Dresden verankert sind, wie sie als geistliche Brandstifter hier auftreten und was da politisch an der Stelle zu tun ist. Ja, ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Wir wollen hier nicht nur im Podium diskutieren, sondern natürlich dann auch Sie mit einbeziehen mit Ihren Fragen, mit Ihren Statements. Ich wünsche euch einen guten Abend und ich würde gleich an Volker Weiß übergeben. Danke sehr. Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem heutigen Thema, das ja doch ausgesprochen rege ist, muss ich sagen. Sie verstehen vielleicht auch eine grundlegende Irritation meinerseits, also als Hamburger Historiker nach Dresden eingeladen zu werden, um einem zeitgenössischen Dresdner Phänomen auf die Spur zu kommen, das ist schon etwas außergewöhnlich, muss ich sagen. Ich sage Ihnen daher auch gleich,
dass ich recht wenig zur Erklärung von Pegida vom Hier und Jetzt beitragen werde. Vielmehr baue ich da auf Ihre Expertise, das ist hier die Anwohnerinnen und Anwohner. In einigen Fragen hoffe ich auch selbst klüger nach Hause gehen zu können, als ich gekommen bin. Also klüger zumindest in Bezug auf das Milieu, das sich hier, und ja eben nicht nur hier, sondern auch in anderen Orten seit Herbst 2014 unter den doch recht diffusen Parolen von Pegida sammelt. Und ja, das nach den Worten von Volker Zastro in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung doch mit Fug und Recht als eine neue völkische Bewegung bezeichnet werden kann. Wie ist das mit dem Bild? Kurze Zwischenfrage, können Sie das erkennen hinten? Weil es kommen noch mehr Bilder. Vielleicht abdunkeln. Ja, ich kann als Historiker dagegen die Kreise mitsamt ihren politischen Traditionen beleuchten, die von Beginn an auf das Geschehen von Pegida einwirkten, nämlich die sogenannte Rechte. Eine Rechte, das wurde schon kurz gesagt, die eben nicht mehr sich in einem unmittelbaren Bezug zum Nationalsozialismus versteht und die, und das ist auch sehr wichtig, weil ja der Begriff des Abendlandes bei Pegida im Titel mit dabei ist, die seit Beginn einen europäischen Ansatz hatte. Das ist eines der Kennzeichen dieser neuen Rechten. Daher gebe ich jetzt im Folgenden einen Überblick über die Genese dieses neurechten Milieus, seine zentralen Inhalte und auch die politischen Köpfe. Und ich warne gleich, es ist wirklich eine kleine Vorlesung, die ich hier veranstalten werde. Zudem präsentiere ich Beispiele, wie also dieses Milieu auf eine Bewegung wie Pegida, aber auch auf Teile der AfD ausstrahlt, wie es da eben wirkt. Wie Sie sehen werden, haben die von mir hier vorgestellten, auch teilweise sehr verwirrten und verwirrenden Verästelungen in der Geschichte der deutschen Rechten, die ich hier jetzt aufblättern werde, sehr viel mit der Gegenwart zu tun, die Sie hier erleben. Ich beginne mit dem historischen Teil, der Sie in eine sehr wenig bekannte Abteilung der politischen Geschichte führen wird. Das ist zunächst eine, ich sage mal, alteuropäisch, altbundesrepublikanische Angelegenheit, mit der schon in Westdeutschland sehr wenig Menschen überhaupt vertraut sind. Ich meine damit eben die Geschichte der neuen Rechten, die sich in Westeuropa maßgeblich in den 60er und 70er Jahren entfaltete. Und das sind natürlich dann die Dinge, die für mich interessant sind. Ich arbeite zu diesem Thema, ich würde jetzt mal sagen, seit vielleicht 15 Jahren. Dazwischen auch ein langjähriges Forschungsprojekt, eben auch in diesem Themenbereich. Und bis vor wenigen Jahren, wenn ich solche Vorträge gehalten habe, ja, das war dann so eine kleine Spezialistenrunde und ich wusste ungefähr im Land, wen ich anrufen kann, um das zu diskutieren. Und ich habe doch eher in Spezialistenmedien dazu publizieren können. Und heute haben wir einen vollen Saal hier. Also das wäre noch vor 5, 6 Jahren nicht der Fall gewesen. Die neue Rechte war eigentlich kein Phänomen, das so große Kreise gezogen hat oder Interesse auf sich gezogen hätte. Dabei ist sie, wie gesagt, schon recht alt. Sie war eine Reaktion auf die Westbindung des bürgerlichen Konservatismus, also in Westdeutschland, die im Kalten Krieg diese Westbindung ja auch zum völligen Schulterschluss der konservativen Kräfte mit den USA und der NATO geführt hatte. Zudem war sie der Versuch, diese neue Rechte der Domestikation des deutschen Konservatismus nach 1945 Einhalt zu gebieten. Wir sollten ja nicht vergessen, dass dieser Konservatismus, das ist übrigens ein Begriff, unter dem die neue Rechte bis heute segelt, obwohl er es eben nicht mehr trifft in meinen Augen, dass eben dieser Konservatismus im Deutschen Reich, vor allem natürlich in seiner protestantischen und deutschnationalen Ausformung, der Demokratie grundsätzlich ablehnend gegenüberstand und autoritäre Gesellschaftsmodelle bevorzugte. Eine große Ausnahme unter den Konservativen, um das auch gleich zu sagen, bildete in der Weimarer Zeit beispielsweise das katholische Zentrum, das sich ja, und wie gesagt, eben als Ausnahme zur Republik bekannte. Nicht umsonst standen dann die Neuanfänge in der Bundesrepublik
die Neuanfänge des Konservatismus unter dem Vorzeichen des rheinischen Katholizismus und eben nicht mehr dieses altpreußisch-protestantischen Konservatismus. Die neue Rechte versuchte dann als Reaktion eben auf diese Faktoren Festbindung, Demokratisierung, die verschütteten antidemokratischen Traditionsbestände der Weimarer Zeit wieder freizulegen. Jetzt natürlich verlockend, die neue Rechte schon begrifflich als Pendant zur neuen Linken zu begreifen, die sich in den 60er Jahren ja von den überkommenen Strukturen und Institutionen der traditionellen Arbeiterbewegung gelöst hatte. Ähnlich der neuen Linken versuchte tatsächlich auch die neue Rechte eine Mischung aus Aktionismus und Theoriearbeit. Aber die Entwicklung war doch eine eigenständige und es ging, wie beispielsweise Volkmar Wölk, also einer der wirklich fundierten Kenner dieser Thematik hierzulande beschreibt, die Nouvelle Droite, also die französische Form der neuen Rechten, ging dieser Hochphase der neuen Linken, mit der sie in der Regel ins Verhältnis gesetzt wird, tatsächlich etwas vorauszeitlich. Ich bin Geisteswissenschaftler, das klappt nicht. So. Also Wölk betont, dass die erste Ausgabe des wichtigsten Mediums der französischen Nouvelle Droite, die Zeitschrift Nouvelle École, ich habe hier ein relativ aktuelles Titelbild an die Wand geworfen, bereits im März 1968 erschienen ist, also vor den legendären Mai-Unruhen im Pariser Quartier Latin. Und wir sehen hier auf dieser Zeitschrift, das ist sozusagen jetzt auch der rote Faden, der sich immer wieder durchziehen wird, auch heute Abend, das ist also das Leitorgan der Nouvelle Droite in Frankreich seit Ende der 60er Jahre. Und wen sehen wir auf dem Titelbild? Oswald Spengler, ja, den großen deutschen Populärphilosophen der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, bekannt natürlich durch sein Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes. Dennoch passte auch die Nouvelle Droite in den Geist der Zeit, denn für eine rechte Bewegung war sie eine ausgesprochen junge Bewegung. Alain de Benoist beispielsweise, einen Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, zählte 1968 ganze 25 Jahre. Und er ist bis heute publizistischer Stichwortgeber der europäischen neuen Rechten. Und auch sein langjähriger Weggefährte Julien Fay, dessen Manifest des europäischen Widerstandes heute in der identitären Bewegung, die ja in Pegida auch präsent ist, eine gewisse Rolle spielt, der war in dieser Gründungsphase gerade mal 19 Jahre alt. Und obgleich sehr deutlich ins nationale oder nationalistische Lager gehörend, strebte auch die Nouvelle Droite in Frankreich aus diesem rein nationalen Selbstverständnis heraus. Schon der Name des französischen Gründungszirkels GRÈS, also übersetzt etwa eine Forschungs- und Studiengruppe für die europäische Zivilisation, wies auf einen paneuropäischen Anspruch. In Frankreich, das sehen wir daran, überwog der Gedanke einer Rettung der abendländischen Kultur also schon sehr früh einen nationalen Ansatz. Und wir sehen, das ist also gar nicht so weit von den Ereignissen in den 60er Jahren, über die ich hier spreche, hin zur Rhetorik der Abendlandretter, die wir heute also auf den Straßen Dresdens und anderswo erleben können. Doch zunächst musste dieser französische Impuls einer Nouvelle Droite den Rhein überqueren und traf in Westdeutschland auf ganz ähnliche Vorbereitungen innerhalb der Rechten, in Form etwa einer Struktur, die sich Junge Rechte nannte, die sich schon nicht mehr an der bereits dominierenden NPD orientieren wollte. Und auch in Anknüpfung an die europäische Tradition der Waffen-SS, die ja sozusagen durch die Rekrutierung in den besetzten Ländern eben sich auch ein europäisches Image und das durchaus auch ideologisch geben wollte. Also schon in Anknüpfung an diese Tradition gab es in der westdeutschen extremen Rechten einen Flügel, der bereits mehr europastrategisch als national dachte. Also ihnen galt es gewissermaßen eine doppelte Front aufzubauen gegen den kommunistischen
Feind im Osten auf der einen Seite, aber, und das ist gewissermaßen eine der Trennlinien von den bürgerlichen Konservativen in dieser Zeit, auch eben gegen die angloamerikanischen Kultureinflüsse aus dem Westen. Also man sah sich da eben dazwischen oder wollte beides bekämpfen. Sie sammelten sich in Organen wie in der 1950 gegründeten Zeitschrift Nation und Europa oder auch dem deutschen Kulturwerk europäischen Geistes. Ich habe mal hier eine relativ späte Ausgabe der Nation Europa aus Ende der 90er Jahre mitgebracht. Die Bildqualität ist leider nicht sehr gut, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Der Titel ist schon relativ deutlich, nur damit man auch nicht glaubt, man hätte es hier nur mit ganz tollen Rechtsintellektuellen, die gepflegte Diskurse führen zu tun. Nation Europa war eine teilweise sehr antisemitische Zeitschrift und das kann man hier einfach auch sehen. Deutsche und Juden, wer hat das Sagen? Das ist eine Ausgabe während der Walser-Debatte damals, wenn Sie sich erinnern. Reicher Nitzke auf der einen Seite, Martin Walser auf der anderen Seite. Und ich sage Ihnen, also schon die Opposition Deutscher und Juden ist deutlich antisemitisch konnotiert. Also wer immer noch nicht verstanden hat, dass Juden auch Deutsche sein können, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also das als ein Beispiel, wie solche Zeitschriften aussahen und aussehen. Nation und Europa gibt es heute nicht mehr. Der Herausgeber von Nation und Europa, also ein gut vernetztes ehemaliges Waffen-SS-Mitglied namens Arthur Ehrhardt, führte dann persönlich junge deutsche Rechte an Vertreter der französischen Nouvelle Droite heran. Also man war einfach auch europäisch vernetzt und konnte dann auch Verbindungen aufbauen. Darunter war auch Henning Eichberg, den wir hier sehen. Das ist also nicht Kommunale Langhans, der sich freut, als er die neue Rolling Stones in der Hand hat, sondern das ist Henning Eichberg. Ich habe das Bild auch deswegen gewählt, damit wir mal sehen, wir haben es auch phänotypisch mit ein bisschen anderen Leuten zu tun. Das sind nicht mehr die strammen soldatischen Neonazis, das sind durchaus auch Rechtsintellektuelle. Und Henning Eichberg war eben einer der Leute, die in dieser Zeit bei diesen internationalen Kooperationen dabei waren. Auf ihn geht das Konstrukt des Ethnopluralismus zurück, das sie heute in allen Medien und Stellungnahmen dieser Strömungen finden. Es hat bis heute in diesen Kreisen Gültigkeit. Sie können sich das als eine gewisse Reservate-Logik vorstellen, dass man jetzt eben nicht mehr sagt, wir sind eine Herrenrasse, wir sind besser als andere, wie es der klassische Nationalismus getan hat, sondern sagt, nein, jedes Volk hat selbstverständlich seine Berechtigung, sie sind irgendwie auch gleichwertig, aber sie sollen sich eben ja nicht vermischen, nicht überkreuzen, sondern ja, jedes Volk hat eben seinen Raum. Es ist natürlich, wenn man es gegen den Strich liest, schlicht und ergreifend auch eine Reinheitslogik, die da eben nur positiv formuliert wird. Und dass Henning Eichberg, der übrigens diese Kreise verlassen hat, hat keine Karriere gemacht als international anerkannter Sportsoziologe, interessanterweise, war aber mehrere Jahrzehnte einer der Hauptstichwortgeber auf der rechtsintellektuellen Seite, wirkte also bis in die NPD hinein und hat dann inzwischen arbeitet er in Dänemark für die Sozialistische Partei, also hat sich gewandelt, zumindest nach Berichten, denen ich durchaus Vertrauen schenke, also von Leuten, die ihn auch persönlich kennen. Aber sein Konstrukt des Ethnopluralismus, wie gesagt, geistert bis heute durch die Diskurse der extremen Rechten. Ich habe darunter ein schönes Zitat noch ausgesucht, können Sie sicher lesen, dass Björn Höcke von der AfD hat das gegenüber in einem Interview mit Götz Kubitschek, auf den ich noch zu sprechen komme, gesagt, Verteidigung, es ginge ihm vor allem um die Verteidigung der ethnokulturellen Diversität. Das ist quasi die nächste Transformation dieser Begrifflichkeiten. Also Diversität ist ja ein Begriff, der ja eher so, ich sag mal, aus dem grünen Milieu kommt, das Biodiversität, geht es um Naturschutz und so weiter. Jetzt werden solche Begriffe dann verwendet, um positiv eben ja, das zu sagen, was man früher einfach Deutschland im Deutschen genannt hätte. Ja, ethnokulturell ist natürlich eine merkwürdige Verschränkung. Diesen Begriff werden Sie auch immer wieder finden. Es ist eigentlich ein paradoxer Begriff, weil Ethnizität referiert auf Natur und das Kulturelle ist nun mal klassisch eigentlich die Opposition von Kultur. Es ist wie immer eine Biologisierung des Gesellschaftlichen, wie immer in den Diskursen
Kultur und Biologie werden ja normalerweise eigentlich gegeneinander verhandelt. Das ist im Prinzip auch eine Art des Neusprechs, um Begriffe wie Rasse zu vermeiden. Ja, um wieder in die geschichtliche Entwicklung zu kommen, im roten Jahrzehnt der 70er, also im Westen war es das große rote Jahrzehnt, suchte man Distanz von den überalterten Strukturen der äußersten Rechten, also genau solche Leute, und wollte einen revolutionären Elan entfalten. Und das war mit dem verspießerten Ballast der bundesrepublikanischen Altnazis natürlich nicht zu leisten. Das können Sie sich nur noch vorstellen, wie jemand, der so aussah, vielleicht so in den klassischen Neonazi-Strukturen nicht so gut ankam. Umso besser traf es sich, dass eine zentrale Gestalt des deutsch-französischen Ideologieaustausches der Rechten eine ganze Schotterhalde revolutionärer, nationalistischer Theorien freigelegt hatte, die man nun ausbeuten konnte. Und ich rede von diesem Herrn, Armin Mohler, der also phänotypisch dann schon wieder eher mit Hornbrille und Nasskämmer, also eher dem klassischen Bild des Rechten entspricht. Ja, Armin Mohler, der lange Jahre in Frankreich gearbeitet hatte und die Entstehung der neuen Rechten selbst aufmerksam begleitet hatte. Mohler prägte das Schlagwort von der konservativen Revolution, das flexibel genug war, das radikale Begehren der neurechten Dissidenten dann auf einen Nenner zu bringen. Armin Mohler war kein unbeschriebenes Blatt, der gebürtige Schweizer war während des Krieges illegal ins Deutsche Reich eingereist, um sich hier der Waffen-SS anzuschließen, hatte dann aber doch lieber in Berlin Kunstgeschichte studiert und hat dann in der Nachkriegszeit auch vor allem als kunsthistorischer Autor reüssiert. 1950 versammelte er unter dem Titel Konservative Revolution, ich habe hier die, ich glaube, sechste Auflage an die Wand geworfen, erstmals einen Reigen extrem rechter Autoren, vor allem aus der Zwischenkriegszeit, in einem Handbuch seiner umfangreichen Bibliografie. Zweck dieser Arbeit war ganz eindeutig die Rehabilitation politischer Denker, die nach der Niederlage und auch durch die Niederlage des Nationalsozialismus diskreditiert waren. Mohler versuchte nun ein völlig heterogenes Autorenspektrum unter einem Begriff zu subsumieren, um damit eine vorgebliche Distanz der deutschen Rechten zum Nationalsozialismus zu betonen. In der Regel geht es sogar so weit bis in heutige Diskurse, dass man sagt, der Nationalsozialismus war eigentlich eine linke Bewegung. Also man kann über den NS, glaube ich, sehr viel sagen, aber das ist nun wirklich sehr großer Schwachsinn. Da hat auch der Nationalsozialismus selber nie einen Hehl draus gemacht, dass man sich selbstverständlich auf den politischen Rechten verortete. Ja, das ging eben alles, dieses ganze Projekt, eine neue Strömung, eine neue Tradition zu erschaffen, die eben mit dem NS vorgeblich gar nichts zu tun hatte, ging natürlich nur auf Biegen und Brechen, zeitigte aber durchaus Erfolg. Das Bedürfnis nach einem Theoriekanon abseits des klassischen Nationalsozialismus war nämlich in der Rechten durchaus vorhanden. Der NS war ja vor allem erstmal gescheitert. Und er stand ja auch in gewisser Weise einer als notwendig erachteten Europäisierung des rechten Lagers im Wege. Das darf man auch nicht vergessen. Also auch französische Rechte waren nicht so gut auf die deutsche Besatzung zu sprechen, genauso niederländische, belgische und so weiter. In den Osten gab es natürlich keine Kontakte. Und insofern ist es völlig logisch, dass für eine Europäisierung einer radikalen Rechten der direkte Bezug auf den Nationalsozialismus tatsächlich eher ein Hindernis darstellt, bis heute. So, diese von Mohler nun neu begründete Traditionslinie einer konservativen Revolution schöpfte in erster Linie aus einem völkisch-nationalistischen Milieu, das zeitlich in Deutschland kurz vor dem Nationalsozialismus tonangebend war. Es bestand, um jetzt einfach ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, dass Sie einen kurzen Eindruck kriegen, ich lasse das danach dann wieder, es bestand aus Antidemokraten wie Karl Schmidt, Edgar Julius Jung, Ernst Jünger, Arthur Müller-Van den Broek, aus Antisemiten wie Arthur Dinter, Adolf Bartels, Heinrich Glas, Theodor Fritsch, tatsächlichen konservativen Hitler-Gegnern wie Ludwig Quabbe,
Nationalsozialisten wie Paul Schulze Naumburg, Geopolitikern wie Karl Haushofer, Max Hildebrand Böhm, aus antikatholischen Deutschnationalen, aus Rechtskatholiken, Nationalbolschewiken, jungkonservativen, nationalrevolutionären Künstlern, Intellektuellen und Politikern. Also Molander an diesem ganzen Theoriebestand der sehr breiten deutschnationalen, völkisch-nationalen Publizistik der 20er Jahre und packte sie unter diesem Titel konservative Revolution. Also philologisch eigentlich nicht machbar, aber er hat es durchaus mit Erfolg gemacht. Das Ergebnis war eben diese monumentale Bibliografie, die noch zu Molas Lebzeiten 5 erweiterte Auflagen von seiner Hand erfuhr. Und die 6. besorgte dann 2005 Molas Schüler und Biograf Karl-Heinz Weismann, der also heute als schon sehr lange als Chefideologe oder einer der Chefideologen der Wochenzeitung Junge Freiheit tätig ist. Trotz ihrer offensichtlichen Schwäche darin, die verschiedenen Fraktionen der radikalen Rechten der Weimarer Republik zu einer konservativen und damit ja, diskutablen Strömung umzudeuten, konnte sich Molas Konstruktion jahrzehntelang behaupten. Erst Stefan Breuers Anatomie der konservativen Revolution stellte 1992 dann das Gesamtkonstrukt sowohl in seiner angeblichen Homogenität als auch der politischen Ausrichtung in Frage und beschied, ich zitiere Breuer, was immer die konservative Revolution gewesen sein mag, eine konservative Revolution war sie nicht. Ehe das Konstrukt Molas dann von einer jungen Aktivistengeneration entdeckt wurde, war die konservative Revolution zunächst ein ausgesprochen akademisches Phänomen. Ihrem Schöpfer blieb jedoch, also Armin Mola selbst, blieb die Universitätslaufbahn noch verwehrt. Mola arbeitete dann zunächst, nachdem er diese Arbeit vorgelegt hatte, als Privatsekretär Ernst Jüngers. Und damit haben wir eine direkte persönliche Verbindung in der Zwischenkriegszeit natürlich. Und als Journalist, war dann eben auch viel in Frankreich, um schließlich bei der sehr renommierten Siemens Stiftung unterzukommen, deren Geschäftsführer er 1964 wurde. Und als Geschäftsführer dieser wirklich exklusiven Stiftung hatte er natürlich ein ausgezeichnetes Kapitalsystem und konnte sozusagen auf die relevanten Kreise, die für ihn interessant waren, auch einwirken, durch Tagungen, Einladungen und so weiter. Als Berater von Franz Josef Strauß, der ihm aber dann doch immer noch zu links war, versuchte er Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Er verfügte eben über exzellente Kanäle von der radikalen Rechten bis in die CDU hinein, also war sehr breit aufgestellt, prägte auch maßgeblich die rechtskonservative Zeitschrift Kritikon, schrieb aber auch teilweise unter Pseudonym für die Junge Freiheit und auch für die Nationalzeitung. Molas konservative Revolution lieferte der jungen Rechten in Deutschland die Stichworte, als sie sich nach einem anderen Kanon als eben dem kontaminierten Nationalsozialismus umsah. Er kannte eben die französische Nouvelle Droite und half eben deren Impulse zu vermitteln. Und durch seine lebenslange Tätigkeit als Netzwerker und Autor wurde er dann zum Mentor der heutigen neuen Rechten und ihnen gilt der von Mola erstellte, also in diesem Buch hier erstellte Literaturkanon bis heute als Orientierungshilfe. Damit werden nun einige der wichtigsten Charakteristika der neuen Rechten eingeführt, also der Einfluss aus Frankreich, eine über den klassischen Nationalismus hinausweisende europäische Perspektive, ein revolutionärer Impuls, der sich in einem rabiaten Antiliberalismus und Antirationalismus und Antimarxismus äußerte, sowie eben die Traditionssuche in der konservativen Revolution der Zwischenzeit. Und über diesen ganzen Gedankenbeule könnte nun der Satz stehen, den Otto Müller van den Broek bereits 1922 prägte: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Das ist die Hauptstoßrichtung dieser Denkrichtung bis heute. Dieser Satz liefert eben das politische Credo einer revolutionären Rechten. Insgesamt herrscht jedoch ein ausgesprochener Eklektizismus in der Traditionspflege vor. Das Spektrum blieb auch dadurch immer sehr breit und machte den neurechten Ansatz, also schon in den 70er Jahren, für die unterschiedlichsten Kreise anschlussfähig. Letztendlich erreichten die Einflüsse der intellektuellen
Zirkel und Seminare, die daraus hervorgingen und die im deutsch-französischen Theorieaustausch tätig waren, die gesamte deutsche Rechte. Ihre Elemente tauchten an den verschiedensten Orten auf, von der NPD und neonazistischen Jugendgruppen bis zu nationalrevolutionären Gruppierungen, vom bürgerlichen Rechtskonservatismus bis sogar hinein in das rechtsterroristische Milieu, das in den 80er Jahren durchaus aktiv war. Ja, Sie sehen, Sie sollten die Trennlinie zwischen der alten und der neuen Rechten gar nicht so sehr überschätzen, wie es in den Begriffen immer angelegt ist. Wie man ja auch die Trennlinie zwischen dem historischen Nationalsozialisten und den anderen völkischen Nationalisten der 20er Jahre auch nicht allzu dick ziehen sollte. Es kam immer zu Kooperationen, zu gegenseitiger Rezeption, zu Kontakten und mehr. Man hat auch die Seiten gewechselt, bis heute macht man das. Also die häufig rein politologisch konstruierten Grenzen zwischen diesen Milieus erwiesen und erweisen sich in der Praxis doch sehr häufig als Grauzonen, in denen man doch auch fluktuieren kann. Alain de Benoist beispielsweise, also der Spiritus Rector der Nouvelle Droite, arbeitete mit dem deutschen Neonazi Jürgen Rieger zusammen. Armin Mohler hatte eine bedenkliche Nähe zu Holocaust-Leugnern. Ja, dieser gepflegte ältere Herr, der eine der renommiertesten Stiftungen vorstand. Vielleicht haben Sie auch mitbekommen, dass es durchaus schwerwiegende Indizien gibt. Er selber äußert sich nicht dazu, dass Björn Höcke unter einem Pseudonym für die NPD geschrieben haben könnte. Also mitunter ist auch die neue Rechte von der alten Rechten doch sehr wenig zu unterscheiden. Und wirklich neu ist ohnehin nicht viel an dem Phänomen. Die verbreitete Rhetorik, beispielsweise rechts und links im Sinne einer Nation oder der Nation überwinden zu wollen, oder heute würde man sagen, im Sinne des Abendlandes überwinden zu wollen, ist längst aus den 20er Jahren bekannt. Auch der angebliche revolutionäre Impuls kann bei genauerem Hinsehen nicht als Alleinstellungsmerkmal gelten. Die Frage nach der Legitimität amtierender Regierungen gehörte von Anfang an zum Geschäft der radikalen Rechten. Das finden Sie schon im 19. Jahrhundert, wenn man Paul de Lagarde liest beispielsweise, oder in den 1890er Jahren gründet sich eine nationale Opposition, die sogar den Kaiser kritisiert. Das gibt es alles von rechts schon lange. Also genauso eben das Bekenntnis zur revolutionären Tat. Schon Arthur Möller von den Bruck hatte in seinem Hauptwerk 1923 mit dem Titel »Das Dritte Reich«, zufälligerweise, der Begriff machte dann ja Karriere, die Definition getroffen, die bis heute zitiert wird: konservativ sein heißt, Dinge zu schaffen, die zu erhalten sich lohnt. Das muss man natürlich verstehen, dass jetzt die Rechte in den 20er Jahren plötzlich in eine schöpferische Dynamik kommt, weil sie nämlich den Zugriff auf den Staat und seine Organe ja verloren hat 1918. Das heißt, in dem Moment, wo Rechte mit der Gegenwart nicht einverstanden sind, können sie selbstverständlich auch oppositionell agieren. So, damit soll der Bruch mit der rein passiven Erhaltungsmentalität eben zugunsten einer schöpferischen Dynamik signalisiert werden. Entsprechend aggressiv war auch die Rhetorik, die zu Möller von der Brucks Zeiten vor allem auf die Republik gerichtet war, die Demokratie, war nach den Worten von Edgar Julius Jung, der also auch in dieses geistige Umfeld gehört, ohnehin nur eine Herrschaft der Minderwertigen. Und dieser Blick der klassischen Vorläufer auf Weimar griff sozusagen schon den Blick ihrer heutigen Epigonen auf die Bundesrepublik vor. Die Bundesrepublik war der neuen Rechten stets ein Interregnum, eine führerlose Zeit, die es schleunigst zu überwinden galt. Als der alte Armin Mohler seine Kolumne in der Jungen Freiheit Notizen aus dem Interregnum nannte, war weder die Referenz an die Vorbilder noch die Haltung gegenüber der gültigen Gesellschaftsordnung zu verkennen. Die dem Deutschen entsprechende Staatsform sollte nach den Vorstellungen von Edgar Julius Jung oder Möller van den Bruck oder Karl Schmidt oder auch Oswald Spengler vielmehr ein ethnisch homogener, sozial streng gegliederter und autoritär geführter Nationalstaat sein. In der Literatur findet sich dafür meist der Begriff Ständestaat. Als konkretes Vorbild galt übrigens bereits in den 20er Jahren das faschistische Italien unter Benito Mussolini. Und teilweise ist es tatsächlich so, dass man in den Biografien der
derer, die von Armin Mohler unter dem Begriff der konservativen Revolution versammelt werden, tatsächlich auch Gegnerschaft zum historischen Nationalsozialismus finden kann, weil diese Leute waren in weiten Teilen tatsächlich keine Anhänger Adolf Hitlers, sie waren Anhänger von Mussolinis. Es geht so weit, dass Edgar Julius Jung 1934 von der SS erschossen wurde. Nur, das ist jetzt deswegen noch kein Ausweis von Antifaschismus. Ich spreche da dann sozusagen von innerrechten Grabenkämpfen und Säuberungsaktionen. Ne? Das wird dann nur gerne heute in der Traditionspflege betont, dass das ja Gegner Hitlers gewesen seien. Man muss aber eben sich auch klar machen, dass die deutsche Rechte eine wesentlich breitere Tradition hat und man das eben nicht alleine auf den Nationalsozialismus fokussieren kann. Und wie gesagt, ich bezweifle doch die intellektuelle und moralische Lauterkeit von Leuten, die sich auf Mussolini beziehen. Ich betone auch diese Interregnumsrhetorik und die damit verbundenen Präferenzen eines autoritären Gesellschaftssystems schon deshalb, weil es bis heute immer wieder Leute gibt, die ein Problem mit der Vorstellung haben, dass Rechte regierungsfeindlich sein können. Man hat ja immer diese Vorstellung, die sind doch für Ordnung und dagegen sind doch immer nur die Linken. Das ist totaler Humbug. Sie können das natürlich in dem Moment sein, in dem das etablierte System nicht ihren Vorstellungen entspricht, und da können sie auch hochaggressiv werden. Ein Kopf wie Armin Mohler beispielsweise könnte sich äußerst vehement gegen das Bestehende stellen. Und Armin Mohlers letzter Schüler, und damit nehme ich sozusagen die direkte Ausfahrt nach Sachsen, stand in Dresden und Leipzig bei Pegida und Legida auf der Bühne. Nämlich dieser Herr Götz Kubitschek. Also so schnell kommt man ja von einer Sondersparte der politischen Geschichte, die eigentlich kaum jemand kennt, diese Genese der neuen Rechten mit diesem deutsch-französischen Austausch, eigentlich eine sehr unbekannte Geschichte, in das politische Hier und Jetzt. Kubitschek war auch Mohlers letzter Verleger und hielt 2003 sogar dessen Grabrede, also was er selber immer wieder gerne betont, und ich denke, der Symbolwert ist auch deutlich damit. Wir haben es also mit einer direkten politischen Erbfolge in der Rechten zu tun, die von Ernst Jünger in den 20er Jahren über seinen Nachkriegssekretär Armin Mohler bis zum heutigen Pegida-Aktivisten Kubitschek reicht. Eine Tradition, die von Kubitschek, wie gesagt, oft genug selbst beschworen wird. Kubitschek gründete im Jahre 2000 zusammen mit Karl-Heinz Weißmann von der Jungen Freiheit, der also sozusagen davor der große Schüler von Armin Mohler war, das Institut für Staatspolitik, das sich, da habe ich ein paar Sachen zusammengestellt, das sich zusammen mit dem Antaios Verlag in Kubitscheks Hof im sachsen-anhaltinischen Schnellroda befindet. Also wir sehen hier rechts unten, das ist eine Einladung des Instituts für Staatspolitik zu einer Tagung, wo es um den Beginn des Ersten Weltkriegs geht, von 2014 ist das interessanterweise mit dem Zitat aus der Kriegsrede Kaiser Wilhelm II., also wo Kaiser Wilhelm II. Dann nochmal klar macht, dass Deutschland eingekreist ist und sich jetzt verteidigen muss. Oben als sozusagen das ehemalige Mutterschiff dieser ganzen Szene, die Junge Freiheit, die, das muss man allerdings betonen, sich doch die jetzt in jüngster Zeit vor allem im Bruch mit Kubitschek und dem Institut für Staatspolitik zunehmend ja, in Richtung eines Rechtskonservatismus liberalisiert hat. Ja, ich sage dann immer, die versuchen dann das zu werden, was früher die FAZ mal war. Die waren lange Jahre wesentlich radikaler drauf. Links ein Beispiel, ganz zufällig natürlich ein Titelbild mit Ernst Jünger, links oben die Sezession, das ist die Hauszeitschrift von Kubitschek besorgt, die Hauszeitschrift des Instituts für Staatspolitik, und auf die unten komme ich später noch zu sprechen. Also die dazugehörige Zeitschrift Sezession macht ja mittlerweile Karriere bis in die Talkshows. Neulich hat Alexander Gauland sie, ich glaube, bei Hart aber fair zitiert. Auch das Institut für Staatspolitik ist wieder eine klassische Anleihe an die Weimarer Zeit selbst. Weißmann, also sozusagen der langjährige Partner oder eigentlich sogar Lehrer auch mit Mohler zusammen, Lehrer von Kubitschek, hat das selber verkündet 1999, als er über die anstehende Institutsgründung in der Jungen Freiheit sprach, wies er darauf hin, die Rechte benötige eben ein politisches Kolleg
wie er es nannte. Und das war, also für jemanden wie mich ist das natürlich ein Schlüsselbegriff. Das politische Kolleg war die Bezeichnung der industriefinanzierten Schulungsstätte der Kreise um Möller van den Broek in den 20er Jahren. Also, und Weismann ist ein sehr guter Kenner der konservativen Revolution, dieser ganzen Strömung. Wenn der sagt, politisches Kolleg, der weiß ganz genau, warum er nicht Hochschule sagt oder Think Tank. Der sagt politisches Kolleg, weil er genau weiß, es gab das sich auch so nennende politische Kolleg in den 20er Jahren. Also auch hier wieder der Anspruch auch von diesen Kreisen selber in diese Epoche des völkischen Nationalismus sich zurück zu orientieren. Also im Geiste Möller van den Broek sind vor allem Karl Schmitz, veranstaltet man hier im Institut für Staatspolitik seitdem Seminare und Akademien. Kubitschek selbst weist immer wieder auf die hohe Frequenz von AfD-Mitgliedern bei diesen Veranstaltungen hin. Und Sie haben es ja genannt, Björn Höcke hielt auf einer der dortigen Veranstaltungen dann auch seine Rede vom afrikanischen Ausbreitungstyp. Den Videomitschnitt, der die Öffentlichkeit auf Höckes rassistischen Biologismus dann aufmerksam machte, hatte Kubitschek selbst ins Netz gestellt und später entschuldigte er sich dann auch bei seinem langjährigen Weggefährten und Dudes-Freund Höcke. Er habe ihm damit wohl keinen Gefallen getan, weil dann doch die Außenwelt erfahren hat, ja, mit was für Leuten man es da zu tun hat. Den Anspruch dieses Institut für Staatspolitik fasste Karl-Heinz Weismann einmal wie folgt zusammen. Ich zitiere Weismann. Uns geht es um den geistigen Einfluss. Nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtische, sondern über Hörsäle und Seminarräume interessiert uns. Es geht uns um die Köpfe und wenn diese Köpfe auf den Schultern von Macht- und Mandatsträgern sitzen, umso besser. Zitat Ende. Dafür fischte man auch immer gezielt im Milieu der studentischen Verbindungen und bot beispielsweise Offiziersanwärtern der Bundeswehr kostenloses Material an. Ursprünglich lautete der Plan, in diesen Kreisen rein metapolitische Interventionen zu leisten, also auf einen vorpolitischen Raum jenseits der Parteiarbeit zu zielen und dann langsam eine kommende Führungsschicht im eigenen Geiste heranzuziehen. Mittels wohldosierter Provokationen und Tabubrüchen dachte man zunächst Schritt für Schritt das verlorene Diskursterrain zurückzuerobern, ehe es dann an konkrete politische Schritte gehen sollte. So, und jetzt natürlich die große Frage, wie kommt diese abgehobene Theorietradition mit einer doch eher spontanen sozialen Bewegung, könnte man sagen, wie Pegida eigentlich zusammen? Bedenkt man den Anspruch dieser Zirkel, immer nur auf die Eliten einzuwirken, der sehr viel natürlich mit deren Gesellschaftsvorstellungen zu tun hat, weil Gesellschaft immer von oben nach unten funktioniert dort. Das heißt, es reicht, wenn ich den Kopf kontrolliere, dann habe ich den gesamten Körper, mal metaphorisch gesprochen. So verwundert das natürlich, dieses Bündnis mit einer jetzt doch Masse auf der Straße. So gesehen wäre eigentlich Thilo Sarrazin ein Traumpartner für diese Kreise gewesen. Sie haben es ja auch versucht bei ihm. Sarrazin entstammte den besten bürgerlichen Kreisen und griff neben der eingewanderten Unterschicht auch die Autochtone als leistungsunwillig an. Tatsächlich denke ich beispielsweise, dass Pegida und auch die AfD mit der Sarrazin-Kontroverse 2010 ihren Anfang genommen haben. Hier finden wir die ersten Mobilisierungen des sogenannten Wutbürgertums, die ersten Klagen über, wie man es heute nennt, die thymotische Unterversorgung des deutschen Volkes. Also es gibt diese ganze Rhetorik sozusagen dann auch im Philosophensprech. Und natürlich auch die Selbstinszenierung als Opfer, die bis heute ganz zentral ist. Doch vermochte eben Sarrazin die Massen nicht so zu mobilisieren wie Pegida. Daher wurde dann statt des doch dünkelhaften Verwaltungsbeamten aus der sozialdemokratischen Nomenklatura Lutz Bachmann, ein vorbestrafter Auftragseinbrecher aus dem Dresdner Rotlichtmilieu, zum Partner der Kreise, die gegen den Verfall kämpfen wollten. Also eigentlich eine Szene wie aus einer Brecht-Oper, ich finde das immer ganz großartig. Und dieses Zusammengehen, das doch eine etwas merkwürdige Liaison ist, zeichnete sich recht schnell ab. Die Zeitschrift Blaue Narzisse, das ist dieses Emblem hier, ein Projekt des Kubitschek-Zöglings Felix Menzel, die kennen sich wirklich alle untereinander, haben sich gegenseitig ausgebildet, berichtete bereits kurz nach Beginn
der ersten Wiederumzüge über die neue Bewegung. Der Titel des ersten Berichts vom 28. Oktober lautete Dresden zeigt, wie es geht und wurde dann auch schnell von Pegida adaptiert. Dieser Satz war damals eine Abgrenzung gegen die vorherige Hooligan-Randale in Köln gedacht. Von nun an begleitete die blaue Narzisse diese Bewegung, Sezession und junge Freiheit sprangen schnell auf. Allerdings ist es mir wichtig, dass anfangs weder Sie noch die junge Freiheit noch Kubitscheks Kreise um die Sezession die ausschlaggebenden Kräfte von Pegida waren. Die Pegida-Parolen waren flexibel genug, dass sich ein völlig heterogenes Spektrum dahinter versammeln konnte, von also GEZ-Gegnern über Chemtrail-Paranoikern, Putin-Fans, politically incorrect Lesern, Mittelständler mit Abstiegsängsten und so weiter. Das wissen Sie hier wahrscheinlich alles besser als ich. Doch standen mit den hier eingeführten Kreisen und der dortigen ideologischen Tradition Kader bereit, die dann auf diese diffuse Massenbewegung aufspringen konnten und dann selber ihre Stichworte und Symbole in diese Bewegung einspeisen konnten. Beispielsweise etwa diese Wirner-Flagge, die man immer sieht. Auch Kampagnen wie dieses 1% für Deutschland oder die identitäre Bewegung nutzten Pegida als Basis. Damit schwamm die selbst erklärte Avantgarde, weil nichts anderes wollte die neue Rechte immer sein, nämlich die Avantgarde, zunächst dem Schwarm hinterher, verstand es dann aber sehr schnell, sich an seine Spitze zu setzen. So, ich habe jetzt noch ein ganz konkretes Beispiel ausgewählt, an dem ich Ihnen vorführen möchte, wie sich die hier referierte historische Linie gewissermaßen in Dresden zu einer Gegenwart materialisiert. Am 6. Februar stand hier am Dresdner Königsufer, wenn ich jetzt wüsste, in welcher Richtung das liegt, dann würde ich bedeutungsvoll dahin zeigen, also Königsufer, der Österreicher Martin Sellner und ließ sich für seine Brandrede gegen Angela Merkel mit Wir sind das Volk rufen feiern. Sellner, hier links oben. Sellner ist Österreicher, noch vor wenigen Jahren gehörte er zum direkten Umfeld des Neonazis Gottfried Küssel. Inzwischen hat er sich nach eigener Darstellung vom neonazistischen Spektrum abgewandt und der identitären Bewegung angeschlossen. Also er nennt es Ausstieg, ich nenne es Umstieg. Für diese spricht er dann bei Pegida und ist auch Autor der bereits genannten Zeitschrift Sezession. Nach Worten von Götz Kubitschek arbeitet Sellner, ich zitiere, derzeit und zukünftig immer wieder für einen Monat in Schnellroda, also dem Sitz von Zeitschrift, Verlag und dem Institut. Er gehört also unmittelbar zum Kern der Truppe. Bedenkt man da noch die Rolle, die die Autoren aus diesen Kreisen, allen voran wieder Götz Kubitschek, bei Import der identitären Bewegung aus Frankreich nach Deutschland gespielt haben, dann sehen wir, wie eng verzahnt diese Strukturen letztlich sind. Also Kubitschek fuhr im Herbst 2012 mit einem österreichischen Autor seiner Zeitung nach Südfrankreich zu einem identitären Kongress und berichtete danach ausführlich über sein Medium über diese neue Bewegung zur Verteidigung des Abendlandes. Damit wurde er dann zum Geburtshelfer dieser Strömung, deren schwarz-gelbe Fahnen ebenfalls, ich habe sie hier unten mal, kennen Sie vielleicht dieses Lambda-Symbol, das kommt übrigens aus einem totalen Trash-Film, 300 zum Splatter, also ich gucke ja gerne Trash, aber der ist wirklich ganz schlimm. Aber damit identifiziert man sich, es ist dann auch wieder interessant, wo die Symbole denn hergenommen werden. Also es ist die Kulturindustrie par excellence, aber man identifiziert sich dann damit. Ja, und deren Symbole sind vielleicht bekannt, die tauchen eben auf den Pegida-Umzügen doch immer wieder auf. Also eine Bewegung, und da schließt sich der Kreis dann wieder, die aus Frankreich importiert wird und die Bewegung der Generation Identitaire ist wieder eingespeist von der Nouvelle Droite. Also wir haben es tatsächlich, wir können da wirklich eine richtige Verwandtschaftslinie aufbauen. Kurz nach seinem Auftritt in Dresden am 6. Februar publizierte Martin Sellner dann bei der Sezession, wie er es betitelte, 7 Winke für 2016. Der Text ist immer noch also auf der Seite einsehbar, das ist der aktuelle Sellner-Text. In diesem Strategiepapier kulminieren nun wesentliche Elemente eines neurechten Weltbildes. Ich zitiere mal etwas länger. Die aktuelle Krise, die diesen Aufwind
die Aufmerksamkeit und den Zulauf erzeugt, ist nicht unser Verdienst. Unser Verdienst kann und muss sein, aus dieser Asylkrise eine Wende werden zu lassen, ähnlich wie das Orbán 2010 mit der Wirtschaftskrise in Ungarn tat. Diese Wende zielt nicht auf kleinere Reformen und Wahlerfolge, auf eroberte Pfründe und Akzeptanznischen ab, in denen besser alimentiert und angesehen weitergemacht werden kann. Unser gesamtes Tun ist, wenn es ehrlich und gezielt ist, auf das Ende der multikulturellen Ideologie, auf den Bruch ihrer Hegemonie gerichtet. Zitat Ende. Und ganz wie die historischen Vorläufer, dann also in den 20er Jahren Liberalismus und Marxismus letztendlich selber nur als Symptome einer tiefergehenden Kulturkrise sahen, ordnet auch Sellner den multikulturellen Gegner, den er eben beschworen hat, in der Folge dann als wiederum nur Symptom eines tiefergehenden Verfallsprozesses ein. Ich zitiere weiter. Diese Ideologie ist selbstverständlich Ausdruck einer tiefer liegenden geistigen Evolution, also einer Rückentwicklung. Sie speist sich aus dem neuzeitlichen Subjektivismus und aus den Fragmenten der modernen Ideologien wie Egalitarismus, Universalismus und Progressismus. Und betrachten jetzt diese Feindbestimmungen, so sind wir wieder mitten im Gedankengebäude der sogenannten konservativen Revolution, die eben den Kampf gegen die Ideen der Gleichheit und Emanzipation bereits vor einem Jahrhundert führte. Und Sellners Schlussakkord in diesem aktuellen Beitrag auf Sezession präsentiert dann gleich drei historische Referenzen aus diesem Kanon. Er schreibt, ich zitiere nochmal, wenn der Untergang des Abendlandes das unabwendbare Schicksal sein sollte, so stehen die Chancen gut, dass es zumindest kein Strohtod wird, wie es Walter Flex bereits 1916 befürchtete. Es sind abenteuerliche Zeiten für abenteuerliche Herzen. Zitat Ende. Der Untergang des Abendlandes ist natürlich ein Hinweis auf Oswald Spenglers Schrift gleichen Titels. Kleiner Exkurs, den kann ich mir da nie sparen. Spengler hatte das übrigens ganz anders gemeint, als es heute zitiert wird. Spengler sah diesen Untergang wesentlich weniger dramatisch. Er spekulierte nämlich zunächst von einer Vollendung der abendländischen Kultur durch das heroische Zeitalter des faustischen Menschen, damit meinte er natürlich die Deutschen. Nur Spengler hat diesen Text in Erwartung des deutschen Sieges im Ersten Weltkrieg geschrieben. Und in diesem heroischen Zeitalter werde dann eben auch die deutsche Kultur den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen. Spengler ging ja von einem zyklischen Aufstieg und Fall von Kulturen aus und konnte diesem Untergang deswegen damals viel gelassener entgegensehen als die heutigen Epikuren. Schließlich erwartete er zunächst noch eine deutsche Blüte, die eingeleitet werden sollte mit dem Sieg des deutschen Heeres. Erst die Kriegsniederlage von 1918 machte aus dem Titel dieser vor dem Krieg ja geschriebenen sperrigen Morphologie der Weltgeschichte dann jenen Angstruf, als der sie bis heute gilt. Also diese Fehlzitation von Spengler, der natürlich in das rechtsradikale Milieu dann gehört, aber das zeigt eben, dass der Untergang des Abendlandes nicht nur im deutschen Bürgertum der Zwischenkriegszeit, sondern also bis heute in neurechten Kreisen, also da ein häufig zitiertes, aber nie gelesenes Werk ist. So, und Sellner bedient sich nun dieser bekannten und angstbewährten Sentenz vom Untergang des Abendlandes, um sie dann gleich mit einer weiteren Anleihe zu verknüpfen, nämlich mit der des Strohtodes. Sie stammt aus Walter Flex, Wanderer zwischen den Welten, also der 1916 erschienenen Novelle, die den Autor dann schlagartig als Kriegsschriftsteller bekannt machte. Sie steht dort im Kontext eines Gesprächs über das Sterben der Völker. Und lesen wir auf den entsprechenden Seiten bei Flex weiter, finden wir die Fortsetzung. Ich zitiere mal aus Walter Flex. Der Gedanke an den Heldentod eines Volkes ist nicht schrecklicher als der an den Schwerttod eines Menschen. Und Flex Protagonist äußert also den Wunsch, die Deutschen mögen eben nicht im Bett der Weltgeschichte sterben, sondern davor noch eine anständige Götterdämmerung bieten. Und das war natürlich in dieser Zeit, als Flex das geschrieben hat, eine Deutung des Ersten Weltkrieges. Flex sollte nicht mehr erleben, dass der Wunsch seines Helden nach einem deutschen Inferno keine drei Jahrzehnte später durchaus normal erfüllt werden sollte, unter anderem hier. Er starb
1917 dann in Estland seinen eigenen Schwerttod. Es sollte auf jeden Fall zur Kenntnis genommen werden, wenn diese Begriffe des völkischen und heroischen Nationalismus aus den Weltkriegsjahren heute plötzlich wieder in der Öffentlichkeit kursieren. Und selbst wenn es dann nur so leicht hingeworfene Häppchen sind, die in einem Sellner-Text plötzlich auftauchen, die aber einfach dekodiert werden können von denen, die das wissen. Und das gilt eben auch für Sellners Schlusssatz von den abenteuerlichen Zeiten für abenteuerliche Herzen. Das ist ein ganz deutlicher Verweis auf Ernst Jüngers Textsammlung von 1929, das abenteuerliche Herz, dem innerhalb des neurechten Milieus eine kanonische Bedeutung zugestanden wird. Also der Skubitschek zitiert das mindestens, was weiß ich, zweimal im Jahr. Auch hier geht es immer um die letzten Dinge, um das Aufbäumen und den Kampf und im Fall Jüngers natürlich gegen die Weimarer Demokratie. Also dies nur mal als Beispiel, wie in einer kurzen Textpassage eines Pegida-Reders eine lange nationalistische Tradition aufgerufen werden kann. Man muss sie eben nur erkennen können. Sie sehen also die Verknüpfung zwischen den politischen und geschichtlichen Sphären wird von diesen Leuten selbst geleistet. Ich weise mit meiner Arbeit nur lediglich darauf hin und sage, es gibt diese Traditionslinien, sie führen sie selber an, sie sind auch stolz drauf. Glaubt ihnen also nicht, wenn sie sagen, wir haben mit all diesem gar nichts zu schaffen, wir sind nur besorgte Bürger. Und eben dieser Sellner, der also da eine ganze Reihe an Stichworten aus dieser Zwischenkriegszeit, aus dem völkischen Nationalismus des Deutschen Reiches abruft, der stand eben hier am 6. Februar am Dresdner Königsufer, das jetzt hier wirklich gelangt haben. So, fassen wir zusammen. Die neue Rechte ist eine Ideentradition, die erstens aus einer Modernisierungsbestrebung vor allem französischer und deutscher Rechter der 60er und 70er Jahre entstanden ist. Sie steht zweitens weniger dem Nationalsozialismus nahe als der Gedankenwelt des völkischen Nationalismus der 20er Jahre, die meist unter dem fragwürdigen Label konservative Revolution verhandelt wird. Dies wird dann umso deutlicher, bedenkt man drittens die persönlichen und generationsübergreifenden Beziehungen, wie sie sich in der Erbfolge Ernst Jünger, Armin Mohler, Karl-Heinz Weismann und Götz Kubitschek zeigen. Diese Strömung hat in einer diffusen und völkisch grundierten Oppositionsbewegung wie Pegida dann einen Resonanzboden gefunden, auf den sie jahrelang gewartet haben. Zudem schickt sie sich an, in Form des Höcke- und Gaulandflügels der AfD einen parlamentarischen Arm auszubilden. Und Ziel ist es, eine umfassende politisch-kulturelle Wende einzuleiten, nach der mit den Mitteln autoritärer Staatspolitik die ethnokulturelle Identität der europäischen Nationen wiederhergestellt werden soll. Dafür soll vor allem das liberale Erbe der Zeit nach 1968 beseitigt werden, das als reine Dekadenz gesehen wird. Die politischen Stichworte dafür lauten Minuseinwanderung, also Massenabschiebung, Aufwertung der traditionellen Familien- und Geschlechterrollen, also der Kampf gegen die Gleichstellung der Geschlechter, gegen homosexuelle Partnerschaften. Eine geschichtspolitische Wende zugunsten der eigenen Nation, Stichwort gegen den Schuldkult, wie es in Jargon genannt wird. Der eigentliche Hauptgegner, die Wurzel allen Übels, ist dabei immer der Gleichheitsgedanke infolge der Aufklärung und der Französischen Revolution. Nun gestatten Sie mir eine kleine Schlusspointe. Mit dieser Programmatik ist diese Strömung nichts anderes als das europäische Pendant zu ihrem angeblichen Hauptfeind, gegen den in Dresden demonstriert wird, nämlich zum Islamismus. Man trifft sich im Glauben an schicksalshafte Zugehörigkeiten, überzeitliche Moralvorstellungen und Rollenbilder, einen Glauben an einen unentrinnbaren kulturellen Formzwang und dem Hass auf die westliche Moderne, deren Mittel man aber hemmungslos im Kampf selbst adaptiert. Also ich habe mal hier ein kleines Beispiel, ich komme dann gleich zum Schluss, oder ich bin schon am Schluss. Hier wird also eine sittsam verschleierte muslimische Frau aus dem Off angesprochen, sie würde die Symbole der Unterdrückung tragen. Und dann kommt also sozusagen die Pointe, denk an deine Würde, und dann sieht man, wer das sagt, und das ist mit Verlaub, also in dieser Darstellung,
das, was sozusagen das Klischeebild einer westlichen Schlampe darstellen soll in diesem Denken. Das ist also eine Frau mit bauchlos und bauchfreiem Top und Tätowierung, raucht auch noch, ist geschminkt und hat Netzstrümpfe an. Das ist aber jetzt nicht aus einer islamistischen Zeitung kopiert, nein. Das habe ich aus einem Beitrag genommen in der Sezession mit dem Titel Ich bin nicht Charlie. Also wir können sehen, es gibt einfach eine sehr große Schnittmenge zwischen diesen Leuten und ihren Hauptgegnern, vor allem was Moralvorstellung, Kulturvorstellung und so weiter angeht. Also Leidtragende der geforderten Maßnahmen werden übrigens die Gruppen sein, deren Rechtsstatus am meisten von der aufgeklärten Moderne aufgewertet wurde. Frauen, Homosexuelle und in unserem Fall vor allem unter geschichtspolitischer Maßgabe auch Juden. In meinen Augen übrigens sehr deutlich aufgespießt hat dieses Paradox übrigens ausgerechnet Michel Houellebecq in seinem jüngsten Roman Die Unterwerfung. Also im Rahmen der fiktiven Machtübernahme einer islamistischen Regierung in Frankreich, darum geht es ja in dem Roman, stellt sich plötzlich heraus, dass die intellektuellen Köpfe der Islamisten meist von den französischen Identitären kommen. In ihrem Hass auf die nivellierenden Tendenzen der Moderne, des Materialismus und des Liberalismus, wechselten sie kurzerhand in das Lager, das diese Erscheinungen am konsequentesten bekämpfte. Und gräbt man etwas tiefer in den neurechten Publikationen, so findet man oft genug eine gewisse Wertschätzung für den rabiaten Antirationalismus und Antiliberalismus des politischen Islam, wie hier zu sehen ist. Und das sollte uns durchaus nachdenklich machen und zu dem Schluss bringen, dass wir eben beide bis zur Unkenntlichkeit radikalisierten Konservatismen gleichermaßen bekämpfen müssen. Vielen Dank. So, ganz herzlichen Dank für die ausführlichen, auch historisch hergeleiteten Einblicke in die neuen Rechten. Vielleicht daran nochmal anknüpfend, wir haben ein paar Protagonisten, wo es direkte Verbindungen schon gibt zur AfD genannt, also insbesondere Björn Höcke, Gauland ist auch genannt worden. Gibt es über diese Person hinaus, sagen wir mal, weitere Personen oder beziehungsweise generell die Frage, wie direkt sozusagen die AfD von den neuen Rechten beeinflusst wird. Vielleicht tatsächlich über diese Person hinaus. Und ich würde dann auch Valentin dir die Frage stellen, ne, neue Rechte in Sachsen, Verbindung zur AfD, wie nimmst du das wahr? Sozusagen sind wir ja auch in Sachsen im Parlament. Also ich kann noch einen Namen nennen, ein Stammautor der Jungen Freiheit, der auch für die Sezession schreibt und gemeinsam mit Björn Höcke von Götz Kubitschek interviewt wurde, ist Stefan Scheil, der für die AfD in Rheinland-Pfalz aktiv, zumindest war bis vor wenigen Wochen, er hat sich jetzt von einem Amt zurückgezogen, den Grund weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Name. Und es gab ja auch in diesen Kreisen durchaus immer einen Streit, wie parteinah man sein möchte. Und im Bruch der Jungen Freiheit mit der Sezession spielte die Frage einer Anbindung an die AfD durchaus auch eine Rolle. Und wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, das Institut für Staatspolitik rühmt sich ja dessen, dass bei ihren Veranstaltungen eine große Zahl von AfD-Mitgliedern eben anwesend ist. Und ich denke, man kann das nachverfolgen, also einfach anhand der Inhalte, die auftauchen, dass man eine gemeinsame Agenda hat. Die gemeinsame Agenda würde ich unterschreiben. Die tatsächlichen persönlichen Verflechtungen sind in Sachsen noch sehr zurückhaltend zu beobachten, also insbesondere wenn es um die Landtagsfraktion geht. Da hat man eher das Gefühl, dass das Frauke Petri, die sehr stark darauf bedacht ist, ihr biederes Image und in der Paarung mit permanenter Provokation zu pflegen und weniger diesen eher intellektuellen Zugang sucht, und der Rest der Truppe ist eher in der Rubrik, den definitiv auch geistig nicht wirklich zuzuordnen. Wir haben aber in der AfD
nimmt zunehmend an Bedeutung, auch in Sachsen gewinnenden Teil. Das ist die Patriotische Plattform, der ja durchaus auch aufgrund personeller Verflechtung, insbesondere zu Björn Höcke, dort eine gewisse Nähe unterstellt wird, der jetzt zwischenzeitlich als Gegenkandidat für Frauke Petry gehandelte Landesvorsitzende, der Frauke Petry quasi zu links ist, der kommt aus der Nähe der Patriotischen Plattform. Die Patriotische Plattform der AfD ist das, die auch intellektuell sehr, sehr stark sich dort anlehnend an die neue Rechte gibt, eben genau die Diskurse, die maßgeblich auch von Björn Höcke eingeleitet werden, in die Partei versucht weiterzugeben und momentan in Sachsen offensichtlich sich weniger eines personellen, aber durchaus eines intellektuellen Einflusses in der AfD bemächtigt und das auch versucht, immer weiter zu vollziehen. Eine Frage, die ich mir durchaus stelle, ich erlebe die AfD zunehmend, was ihre Rückkunft auf die Landtagsfraktion, was ihre Arbeit im Parlament angeht, deutlich den Arbeitsaufwand wieder zu reduzieren. Die sind relativ gut gestartet für ihre Verhältnisse, haben versucht, so diese eher, sie sind eine konstruktive, nationale und doch zumindest rechtspopulistische Partei, die jetzt aber nicht versucht, den Staatssturz herbeizuführen und durchaus versucht, eben mitzuarbeiten. Das sehen wir momentan, dass sich das deutlich reduziert und eher jetzt in diese, auch ja in der neuen Rechten durchaus vertretene These, Parlamente dienen im Wesentlichen der Finanzierung der Bewegung und man sollte, wie es einer Vordenker immer so schön formuliert hat, man sollte das jetzt nicht überbewerten und überstrapazieren, die parlamentarische Arbeit, sondern das vor allen Dingen als eine Ausbeutungsgemeinschaft sehen. Den vehementesten Beleg hat Frauke Petry am letzten Wochenende geliefert und damit schließe ich das dann auch gleich, wo sie auf dem Landesparteitag der AfD, den sie hatte, deutlich formuliert hat, dass ein überwiegender Teil der Fraktion an der Sondersitzung des Landtags zu den Ereignissen in Klausnitz und Bautzen, die wir am Montag hatten, nicht teilnehmen wird, weil man Besseres zu tun hätte, als eine solche Pseudo-Aufklärung zu betreiben und die AfD vor allen Dingen für das Volk unterwegs sei. Du hast es angesprochen, sozusagen das Versuch, intellektuell Begriffe zu besetzen oder umzudeuten, zu unterwandern. Und hast ja auch beschrieben, wie ihnen das sozusagen bei Pegida schon gelingt. Was ist deine Beobachtung? Gelingt dir das über Pegida AfD hinaus bereits sozusagen mit Begriffen, ja, wenn so will, die etablierten Parteien auch zu unterwandern und damit natürlich dann auch sozusagen den Diskurs zu beeinflussen? Wie nimmst du das wahr? Frage geht auch an dich dann gleich, ne, mit der sächsischen und der dresdischen Dresdner Perspektive. Naja, das kann man jetzt gar nicht nur in den Parteien, sondern gesamtgesellschaftlich beobachten. Der Begriff beispielsweise der Political Correctness gehört ja zu den Lieblingskampfbegriffen dieser Leute. Also die Agitation gegen die angeblich übermächtige Political Correctness. Das war, ich würde jetzt mal sagen, vor 15 Jahren, ich kann mich jetzt irren, bereits eine Kampagne der jungen Freiheit. Die haben diese Aufkleber PC und durchgestrichen gemacht. Da war das in der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht so verbreitet. Heute kann ich kein Forum im Internet mehr aufmachen, ohne dass mir das entgegenschallt. Ja, Gutmenschen, Political Correctness, das sind alles Begriffe, die in diesem Milieu ja schon sehr lange kursieren. Und die, das ist auch durchaus eine Strategie, die dann ja in die Mitte, wie man dann sagt, oder in die Gesellschaft, breitere Gesellschaft einfach auch einwandern und auch lanciert werden. Das, also insofern, ja, ist man da sehr erfolgreich. Ich denke auch an diesem Punkt war die Sarrazin-Debatte, ja, da sind die Dämme gebrochen. Das war eine Art Katalysator, als plötzlich viele Begriffe, die ich tatsächlich nur aus deren speziellen Medien kannte, plötzlich im öffentlichen Diskurs aufgetaucht sind. Und was die Parteien angeht, gut, das haben natürlich alle Rechtsparteien bisher immer gemacht, durch das möglichst weite Vorpreschen, die Räume des Möglichen im Diskurs so weit zu öffnen, dass die anderen hinterherlaufen müssen oder meinen, hinterherlaufen zu müssen. Und der Kompromiss, der dann rauskommt, der ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich rede über einen Schießbefehl an der Grenze oder über Waffeneinsatz an der Grenze und bin dann schon zufrieden, wenn einfach, genau, wenn ein Zaun gebaut wird oder ein anderes Grenzregime dann
organisiert wird. Also das sind aber Provokationsstrategien, die sind auch eben genau in diesem rechtsintellektuellen Milieu ausgedacht und steinalt letztendlich. Die kennt man schon. Genauso das Umbesetzen von Begriffen. Wenn wir schauen in dem Werk von Möller van den Broek, ich bin Historiker, ich rede immer gerne über Sachen, die ganz lange zurückliegen, im Dritten Reich, da definiert er systematisch Begriffe wie Demokratie, Sozialismus, das wird alles systematisch umdefiniert. Wir hatten ja schon im Ersten Weltkrieg, dass deutsche Gelehrte plötzlich über den deutschen Sozialismus fabulieren. Oswald Spengler schreibt sein Werk über den preußischen Sozialismus, plötzlich konnten Rechte über Sozialismus reden. Was sie damit gemeint haben, hatte weder mit Marx noch mit der Sozialdemokratie irgendwas zu tun. Es ist eine uralte Strategie, die wir immer wieder erleben und auch heute eben wieder neu aufgelegt wird. Als Zwischenwerk muss ein Sarrazin hat hier seine erfolgreichste Veranstaltung, also über 2000 Leute in der Dresdner Messehalle. Einer der Begrifflichkeiten, die auch immer zunehmender auch in Sachsen auch deutlich wird, dass sie bis weit in die CDU sich einschleift, ist der Begriff der Identität in sämtlicher Fasson, wobei in den seltensten Fällen jetzt eine verfassungspatriotische Identität, wo man, was ja durchaus auch der Teil der deutschen Linken nicht fern die gemeint ist, sondern ist sehr stark eher auf so eine Strukturidentität, eine strukturelle Identität und damit sehr schon in die durchaus bewusst auch in die Nähe einer gewissen völkischen Identität. Also mittlerweile kann man keine Landtagssitzung selbst mehr ansehen und auch keinerlei Gemeinderatssitzungen in vielen Dingen, wo vor dem Verlust der deutschen Identität in Anbetracht der Tausenden von Asylbewerber, die hierher kommen, geredet wird und fabuliert wird, der Verlust der deutschen Werte und der deutschen Kultur an die Wand geschrieben sind, alles durchaus Begriffe, die in der Form und der Konnotation ich vor Jahren auch eher weniger in einem Bereich der parlamentarischen Auseinandersetzung vermutet hätte, sie aber mittlerweile sich da sehr, sehr stark einschleifen. Und das ist definitiv eine Folge, dass dort die Konstrukte der neuen Rechten, auch die Begriffsbesetzung jetzt immer mehr auch in die Mitte wandert. Ja, was wurde während Taten? Ja, Brandstiftung, Geistliche führt dann tatsächlich auch in Sachsen ja, vermehrt zu Anschlägen auf Flüchtlingsheime. Jetzt haben wir das NPD-Verbotsverfahren, ich habe das angesprochen. Wenn man die NPD nimmt und jetzt sozusagen diese Person oder diese neurechte Strömung, du beschäftigst dich seit 15 Jahren mit dem Thema. Für wie gefährlich hältst du diese Strömung, gerade natürlich jetzt vor dem aktuellen politischen Hintergrund, wo sie eben Resonanz finden? Also wie ernst muss man das sozusagen, wie muss man das einordnen, auch im Verhältnis sozusagen zu dem, was sozusagen in Karlsruhe sozusagen ob der Verfassungsmäßigkeit sozusagen geprüft wird? Ich denke, Beispiele für die Aggressivität oder die Gefahr, die aus diesen Kreisen kommt, obwohl sie sich ja selber als rechtsintellektuell, ich würde ja sagen, dass sie teilweise eher aktivistische Biografien haben, also sie definieren sich als Rechtsintellektuelle, können wir sehen, wenn wir schauen, dass Götz Kubitschek schon vor einer ganzen Weile seine sogenannten Widerstandsschritte publiziert hat in der Sezession. Da waren beispielsweise Blockaden von Flüchtlingsbussen oder man hat ja das mit den Identitären zusammen auch propagiert, diese lebenden Grenzzäune. Also genau solche Aktionen wurden da eben diskutiert und ich denke, die finden dann eben ihre Umsetzung darin, wenn eben tatsächlich Bewohner von Dörfern versuchen, Flüchtlingsbusse zu blockieren mit entsprechenden Auseinandersetzungen. Also das ist das eine, das ist natürlich das Aktionistische, aber dieser ganze theoretische Apparat, den ich hier referiere, das läuft natürlich alles nur vermittelt. Es ist ganz klar, dass ich glaube nicht, dass man beim Abendspaziergang von Pegida wird nicht Karl Schmidt gelesen, das ist mir völlig klar. Aber es reicht ja, dass Leute, die sich an die Spitze der Bewegung stellen, die da agitieren, die übrigens auch ökonomisch davon profitieren, also die verteilen ja ihr Material da, die werben da auch Leserinnen und Leser für ihre Organe und so weiter. Und nach den eigenen Darstellungen steigen die Auflagen dieser Leute und läuft auch der Verlag jetzt nicht so schlecht. Also man hat da auch, man erobert auch einen Markt. Ja? So. Und es reicht ja, dass eben einfach bestimmte Begriffe und Symbole gesetzt werden von eben diesen aktiven Kadern.
Und da sehen wir eben dann genau diese Flagge der Identitären, wir sehen diese Würmerfahne als ein Beispiel, wir hören dann auch auf der Bühne, bei Sellner war das in der Rede, wird dann plötzlich das heimliche Deutschland angesprochen, das soll eine Referenz an den Stauffenbergkreis sein, aber geht noch weiter zurück an den Georgekreis. Also die streuen ihre Codes und diejenigen, die dann rufen, wir sind das Volk oder Widerstand ist übrigens ein hochgradig aufgeladener Begriff in der Geschichte der deutschen Rechten. Es gab ja diese Aktion Widerstand beispielsweise. Es reicht ja, wenn diese Begriffe gesetzt sind. Und diejenigen, die das dann rufen oder repetieren, die müssen, wie gesagt, gar nicht Karl Schmidt gelesen haben oder Oswald Spengler. Die finden sich zusammen im gemeinschaftlichen Erlebnis. So. Aber die eigentliche Strategie ist nach wie vor, und da denke ich, wird auch die AfD eine gewisse Rolle spielen, zumal sich Gauland ja dann auch als ein doch recht bedeutender Parteifunktionär auch als Leser der Sezession jetzt geoutet hat und von dem, was er inhaltlich vertritt und auch wie er es vertritt, ist er also revolutionär gerade unterwegs. Jetzt habe ich den Faden verloren mit dem Exkurs zu Gauland. Die AfD als eine parteiliche Struktur ist natürlich dann auch genau ein Sammelbecken für dann eher die Köpfe, die man haben möchte. Das ist ja die eigentliche Strategie, war immer auf die Eliten einzuwirken und über die Eliten von oben nach unten dann die Gesellschaft umzusteuern. Eine Kulturrevolution von rechts, wie man es dann gerne nannte. Dafür sind Einflüsse überall an Parlamente natürlich sehr gut, man kommt an Gelder ran und so weiter. Das stellt die Frage, warum gerade diese Kulturrevolution, diese vermeintlich von rechts so ein Resonanzboden in Sachsen und Dresden findet. Schwierige Frage, aber ich leite jetzt mal weiter, ich muss ja nur moderieren. Glück des Moderators. Ich werde jetzt hier keine endlangen Versuche darbieten, warum gerade Pegida in Dresden und in Sachsen, aber ein was, und das muss man, glaube ich, daran anknüpfend sagen, wir merken schon, dass insbesondere die ganze Begrifflichkeit Widerstand tatsächlich momentan eine der entscheidenden Bindungsbegriffe vor Ort in den teils koordinierten, teils weniger koordinierten asylfeindlichen Initiativen ist. Und dass genau die Instrumente, die in der neuen Rechten beschrieben werden, Blockade von Bussen, aber auch Blockade von Grenzübergängen und ähnliches, Tatsache nicht mehr nur intellektuelle Denkleistungen sind, sondern von den Menschen ganz praktisch dann auch erfüllt werden. Also das jüngste Beispiel, was wir erlebt haben, waren die Ereignisse in Klausnitz. Ich sitze ja im Innenausschuss, wo uns die Polizei sehr, sehr deutlich dargelegt hat, das war von langer Hand geplant. Da war ein Mähdrescher, nein, es war ein Traktor, kein Mähdrescher, ein Traktor mit voller Winterausrüstung und Schneepflug bereitgestellt, dass der in dem Moment, wo der Bus die Ortsgrenze erreicht, an einen entscheidenden Punkt fährt, zusammen mit einem Bagger stehen bleibt, damit der Bus nicht weiterkommt. Und so war das durchaus von langer Hand durchdacht. Das ist ein Instrument gerade, was im Bereich des Erzgebirges offensichtlich mittlerweile Fußfahrt war. Die zweite Blockadeaktion, die erfolgreich war, wenn man noch Chemnitz einsiedelt dazu, dann haben wir noch eine Vielzahl von Blockadeaktionen mehr. Und es fußt teilweise darauf, dass, das ist zumindest ein Erklärungsmuster, weniger jetzt für Pegida, aber warum zumindest diese auch aktionistischeren Formen in Sachsen relativ großen Erfolg haben. Es setzt alles auf Strukturen auf, die teilweise noch aus der Kameradschaftsszene, aus der NPD-nahen Szene existieren in Sachsen, die nicht unbedingt die treibenden Kräfte sind, die aber durchaus das Handwerkszeug zur Verfügung stellen können, die auch teilweise das Wissen zur Verfügung stellen und die vor allem die Vernetzung zur Verfügung stellen können und deswegen dann auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Bildung dieser Netzwerke sind. Also eines der auch prädestinierten Beispiele, die Ausschreitungen, die wir in Heidenau im August 2015 hatten, die waren offenbar, bis heute ist das noch nicht ganz klar, im erheblichen Maße von ehemaligen Kadern, die im Umfeld selbst der SSS noch unterwegs waren, zumindest weniger mit organisiert konkret, aber zumindest mit vorbereitet worden. Und auch da hatten wir ja die Situation, dass klar dazu aufgerufen wurde, wir blockieren eine Bundesstraße, damit der Bus nicht ankommt. Und so setzt man auf diesen Strukturen, die man auch mit einem NPD-Verbot nicht loskriegt, weswegen ich das Ganze für Augenwischerei halte, was man momentan dort in Karlsruhe fabriziert,
darauf setzt man auf und damit hat man diese alten Strukturen, die wir nie losgeworden sind, auch in Sachsen zu wenig gegen die, für die Bekämpfung dieser Strukturen getan hat, die bilden jetzt quasi so einen Nährboden, um zumindest den aktivistischen Teil zu befriedigen. Dazu auch noch eines, also als jemand, also ich sehe das auch so, dass in Sachsen sehr viel versäumt wurde und als jetzt vor einigen Tagen in der Zeitung zu lesen war, dass auch sächsische Parteispitzenpolitiker sagen, ja, sie hätten das Problem des Rechtsextremismus unterschätzt. Ich habe wirklich schallend gelacht, weil das ist wieder seit 20 Jahren oder so. Gut, das ist das eine. Auf der anderen Seite, Pegida mag ein Phänomen sein, das in Dresden seinen Ursprung hat und das tatsächlich auch aus Ostdeutschland nicht in dieser Form rausgekommen ist, wie es ursprünglich geplant war. Im Westen waren das ja dann teilweise wirklich alteingeführte Nazi-Kaser, die versucht haben, das zu etablieren und das hat nicht derartig funktioniert. Aber als jemand, der aus einer Stadt kommt, wo ein offensichtlich nicht ganz zurechnungsfähiger Amtsrichter in einigen Stadtteilen damals fast 20% erhält und von den bürgerlichen Konservativen zum Königsmacher wird, also ich spreche von Ronald B. Schill, finde ich es dann schwierig, dass dann immer nur über Dresden und über den Osten geredet wird. Nicht, weil ich jetzt eher Lokalpatriotismus hier streichen will, sondern das ist ein generelles Phänomen, ein generelles Problem. Und das beschränkt sich ja überhaupt nicht auf Deutschland, wenn wir mal anschauen. Das ist das, was mich zum Beispiel auch interessiert an der neuen Rechten und auch an dieser sogenannten konservativen Revolution. Was ist eigentlich deren Kritik? Ja, was ist deren Liberalismus, deren Antiliberalismus-Kritik? Liberalismus-Kritik oder Antiliberalismus, jetzt habe ich es. Wie kommt es eigentlich, dass wir im Moment mit Orban in Osteuropa, was haben wir in Polen für eine Entwicklung, wie kommt es, dass Wladimir Putin mit einer Entwicklung, die man also auch schon als eine konservative Revolution bezeichnen kann in Russland, mit einer Rückbesinnung auf die traditionellen Werte Orthodoxie, Autokratie und Patriotismus, wie kommt es, dass in Frankreich, ja eigentlich dem traditionellen revolutionären Herzen Europas, pathetisch gesprochen, plötzlich eine Marine Le Pen ernsthafte Aussichten auf Wahlerfolge hat. Was ist das eigentlich für eine globale Tendenz? Ich könnte jetzt weitermachen mit der Entwicklung im gesamten islamischen Raum, die ich als katastrophal erachte, über die von links viel zu wenig geredet wird in meinen Augen. Was ist das eigentlich für eine Entwicklung, dass 20 Jahre nach sozusagen der sogenannten Zeitenwende, der Liberalismus hatte 20 Jahre quasi freies Feld, plötzlich eine derartige Sehnsucht nach Autorität, nach Herrschaft, nach Repression, nach den finstersten Mitteln sozusagen der menschlichen Kultur herrscht, dass man sich wünscht, geprügelt zu werden, ja, in diesen politischen Strömungen, weil es ist ja nichts anderes als das. So, und Deutschland hatte bisher das Glück, wie das mein Kollege Volkmar Wölk gerne sagt, die dümmste europäische Rechte zu haben. Deswegen haben wir hier nie wirklich einen Stich gemacht. Das scheint sich gerade zu ändern. Es ist ja tatsächlich so, Deutschland war signifikant anders aufgestellt in den Wahlerfolgen rechtspopulistischer und auch neonazistischer Parteien. Dabei sah das in Italien schon ganz anders aus beispielsweise. So, das scheint sich gerade zu drehen. Aber mich interessiert dann schon, wo kommt eigentlich dieses Begehren, diese autoritäre Revolte gegen das Subjekt, gegen die eigene Freiheit, gegen Emanzipation her? Warum fühlen sich Leute plötzlich bedroht, weil Schwule und Lesben gleiche Rechte haben? Ja, das ist etwas, was ich eigentlich selbstverständlich erachte. Plötzlich gehen auch nicht nur in Dresden, sondern in Baden-Württemberg Tausende auf die Straße, weil sie nicht wollen, dass Homosexualität im Schulunterricht thematisiert wird. Das ist also eine derartige autoritäre Regression, die wir gerade erleben und die sich definitiv nicht auf Dresden alleine bezieht. Ne? Das würde ich schon auch gerne mal thematisiert wissen. Ich muss natürlich allerdings sagen, dass es den Rahmen dieser Veranstaltung wahrscheinlich sprengen würde. Deshalb will ich aber nochmal auf den Punkt Umgang eingehen. Natürlich jetzt auch mit Blick auf Dresden und auf Sachsen. Also wir haben zum einen sozusagen die Politiker, die versuchen, diese Begriffe zu verwenden, um sozusagen auf der rechten Seite sozusagen dicht zu machen. Mein Eindruck ist, dadurch natürlich diese Kräfte eher stärken, als sie schwächen. Jetzt haben wir natürlich diese Ebene Pegida, AfD, auf Stadtteilebene, beispielsweise in Strehlen,
wertig in verschiedenen Stadtteilen und dann gibt es Versuche, den Dialog zu führen. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist das eine erfolgreiche Strategie, weil da treten genau diese Akteure zumindest unter der Hilfestellung diese Begriffe aus der rechten Bewegung auf. Wie, und also erstmal ob, und dann natürlich die Frage, wie sollte man sozusagen sich in der Auseinandersetzung dem stellen? Ganz konkret sozusagen, weil das ist natürlich auch für viele, die sich hier engagieren, die Frage, wie gehe ich mit diesen vermeintlichen Dialogen, die es an der Stelle gibt, um? Also ich muss hier gestehen, meine Dialogfähigkeit ist doch immer sehr begrenzt. Ich habe gerade, das haben Sie vielleicht mitbekommen, den Bestsellerautor Armin Nasseh deswegen doch recht scharf angegriffen über einen Artikel in der Zeit, weil er mit Götz Kubitschek meinte, einen Briefwechsel führen zu müssen und diesen auch noch zu veröffentlichen. Wobei mein Vorwurf gar nicht derjenige war, dass er mit ihm spricht. Nasseh sagt dann, freies Land, alle können mit allen. Teile ich gerne, meine Freiheit heißt dann aber auch, ich muss auch nicht mit allen. Meine Kritik war, dass er ihn sozusagen falsch adressiert und ihn durchgehen lässt und auch selber adressiert als Konservativen. Das sind, ich hoffe, das ist in meinem Referat klar geworden, mit der Form des Konservatismus, wie sie sich zumindest nach 1945 entwickelt hat, hat diese Stimmung nichts mehr zu schaffen. So, deswegen, also ich persönlich würde das nicht machen, und wenn man aber dann, das ist sicher, wenn man Basisarbeit betreibt, ich habe das Glück, am Schreibtisch sitzen zu können, ich bin kein Politiker, wenn man es denn tut, dann muss man wirklich wissen, mit wem man es zu tun hat. Und in dem Moment, wo da beispielsweise Kader auftauchen, die bei 1% oder anderen Strukturen oder bei den Identitären dabei sind, würde ich auf Diskursverweigerung setzen. Das auf jeden Fall. Dass die Kommunalpolitik dann immer noch vor dem Problem steht, denen sozusagen die Gefolgschaft abzugraben, das realpolitische Problem, das sie auf jeden Fall haben. Aber jemanden wie Kubitschek, den ich tatsächlich für einen relativ drittklassigen Denker halte, also wenn man sich auch seine Texte anschaut, derartig aufzuwerten, das war ja eben auch meine Kritik an Armin Nasseh, und wäre dann auch meine Kritik an Leuten, die eben dann meinen, die in den Diskurs reinzuholen, also derartig aufzuwerten, das halte ich für falsch. Ich habe ein Focus Online ein Interview gegeben nach Bautzen und Clausens, und die Überschrift war dann, die sie daraus gemacht hatten, wer mit Pegida redet und AfD ist naiv, würdest du das teilen? Und wie denkst du, ist der Umgang an der Stelle sinnvoll und richtig? Na, naiv ist es nicht, als stellenweise mittlerweile sogar für gefährlich. Das Problem ist, und das zeigt uns Pegida, wir haben dort eine Zahl von Menschen auf der Straße stehen, die gar nicht an der Lösung von Problemen oder ihrer Probleme großartig interessiert ist. Es hat sich mal jemand den Aufwand gemacht und den 19-Punkte-Katalog von Pegida, den die Anfang letzten Jahres veröffentlicht haben, neben die aktuelle Asylpolitik der Bundesregierung zu legen. Erkenntnis, 16 oder 17 dieser Punkte, je nachdem, wie man es gerade auslegt, sind erfüllt. Die stehen aber immer noch auf der Straße. Ich glaube, wenn man mit denen in Dialog geht und wenn wir uns jetzt einig sind, dass die Anknüpfungspunkte bei der neuen Rechten dort sehr stark sind, dann müsste man zumindest die Voraussetzung haben, dass es in einen Dialog um eine Lösung eines Problems gehen könnte, was man mit ihnen dialogisch klären könnte. Da es aber offensichtlich gar nicht um die Lösung eines Problems geht, dann, wenn ein Problem zugeschüttet ist, wird das nächste Problem eröffnet, dann kann ich dort nie einen funktionierenden Dialog herbeiführen. Und bin ich auch jemand, der nicht sonderlich dialogfreundlich gegenüber Pegida in den letzten anderthalb Jahren war, weil ich zusätzlich noch das Problem sehe, dass man diese unnötig öffentlich aufwertet durch diese Dialogforen. Wir haben es immer noch, so schlimm das ist und so schlimm auch das Klima, was dadurch verbreitet wird, ist, dem man sich weit mehr hätte stellen müssen als der Frage, wie viele Menschen auf der Straße stehen. Wir hatten es in Spitzenzeiten mit 15.000, 17.000, 20.000, je nach welcher Zählung man bloß für realistisch hält, zu tun. Das ist immer noch nicht der übergroße Teil der Gesellschaft, wenn ich noch betrachte, dass da ein ausreichender Teil zugereist war. Und diesen Menschen hat man ein Podium auch durch Dialogveranstaltungen gegeben, wo sie noch einem breiteren Teil der Gesellschaft ihre teils stramm rechten Positionen erläutern konnten, ohne zuzugeben, dass sie überhaupt durchaus diese rechten Tendenzen haben, weil das negieren sie ja durch und durch. Die klare und Schnittmenge aller
Menschen hier auf Dialogveranstaltungen ist, ist der klassische Satz, ich bin nicht rechts, ich bin kein Nazi und ähnliches. Dann folgt häufig das selbstverräterische Aber, was als nächstes kommt und das Ganze entlarvt. Aber das ist so der Punkt, Dialog kann man sicherlich mit einem Teil, der dort mitläuft, führen, aber man hat ja den Dialog versucht, mit den intellektuellen Köpfen dieser Bewegung auch teilweise zu führen und das hat man eine ungemeine Aufwertung erfahren, auch im politischen Bereich. So, ich hätte noch viele Fragen, aber ich hätte am Anfang gesagt, Sie sollen auch die Gelegenheit haben, an die beiden kompetenten Referenten Fragen zu stellen oder Statements, Meinungen vorzutragen. Dazu soll jetzt die Gelegenheit sein. Okay, bitte. Eins, zwei. Herr Dr. Weiß, wie viele Leute sind das, diese neue Rechte? Also wie viele abonnieren die Zeitung? Trägt sich das oder haben die irgendwoher Geld? Ja. Verstehen Sie, hören Sie mich? Ja. Wie viele Leute sind das? Und wann die? Inwiefern ist, was ist und wenn ja, inwiefern ist ausgerechnet hier in Sachsen vielleicht für das, was Dr. Weiß entworfen hat, für diese Sehnsucht nach Ordnung, nach dieser Ordnung, hier vielleicht der Boden bereitet worden nach der Wende, in den Jahren der ungebrochenen CDU-Herrschaft. Wie wollen wir das machen? Wollen wir sammeln oder gleich antworten? Ich antworte immer am liebsten gleich. Dann machen wir das so. Okay. Ich neige mal dazu, bei der dritten Frage der erste vergessen zu haben. Ja, die Quantitäten, das ist immer schwierig zu sagen. Also, wir haben es ja wahrscheinlich gemerkt, ich bin Ideenhistoriker, ich muss mich so um die harten Fakten meistens gar nicht kümmern. Ich kann Ihnen aber sagen, Gorskowiczek hat jetzt gerade ja doch als große Fanfare besorgt, dass die Sezession, die ja ein Blog ist, aber auch eine Zeitschrift, jetzt gerade bei ungefähr 3000 Abonnenten ist. Die Junge Freiheit hat seit der Sarrazin-Debatte einen massiven Anstieg. Ja, wenn ich es jetzt noch im Kopf hätte, sie waren mal bei 16.000, glaube ich, mittlerweile bei über 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten. So, das ist relativ viel für ein Printmedium, das eine Wochenzeitschrift ist, die eigentlich eine bestimmte Sparte immer bedient hat. Dazu muss man auch sagen, und wir haben das damals, also ich mit einigen Kollegen und ich haben das damals sehr scharf kritisiert, dass die großen Zeitungen, namentlich die Süddeutsche und die FAZ, überhaupt keine Probleme hatte, in der Hochphase der Sarrazin-Debatte eine viertelseitige Mehrfarbwerbeanzeige der Jungen Freiheit abzudrucken, in der sinngemäß stand, was Sarrazin sagt, sagen wir schon lange, deswegen abonnieren Sie uns mal. Auf Protest kam dann das übliche, die Anzeigenabteilung und der redaktionelle Teil sind strikt getrennt. Aber ich glaube, so viel politische Sensibilität hätte man eigentlich schon noch erwarten müssen. Ja, also ich denke, seit der Sarrazin-Debatte sind solche Medien auf jeden Fall im Aufschwung. Ich tue mich immer sehr schwer, den Erfolgsmeldungen von verkauften Auflagen aus dem Antaios Glauben zu schenken, weil das ist natürlich auch eine außenposaunte Werbung. Die Strategie war jahrelang nicht auf die Masse zu setzen, sondern auf Elite. Der eigene Anspruch jetzt ist ja dieses 1% der Bevölkerung, da geht es aber um Geldakquise. Im Moment erleben wir eben über Pegida dieses merkwürdige, diese Vermischung plötzlich dann doch eine Massenbewegung zu haben. Also da vermischen sich dann so gewendete Nationalleninisten mit diesem Spektrum. Also man hat eben diesen rein elitenzentrierten Ansatz schon auch ein Stück weit aufgegeben. Zur Finanzierung muss ich Ihnen ehrlich sagen, manchmal würde ich das auch gerne selber wissen, wo diese Gelder herkommen. Ich kenne die Bücher nicht. Ja, die Frage ist sehr allgemeinpolitisch. Ich habe da eine These, eine unter vielen, die ist sicherlich streitbar. Aber 25 Jahre hat eine CDU-geführte Staatsregierung mit dem Instrument eines stark etatistischen Staatsdenkens der Bevölkerung vermittelt, wir lösen eure Probleme. Wohlstandserzählung nach 1999 konsequent durchgezogen, kombiniert mit, wenn ihr ein Problem habt, wird es wahlweise König Kurt oder dann später zwei andere Ministerpräsidenten für euch lösen. Gipfelt ja in bekannten Schriften zu Themen wie nach der Flut 2002 sich die halbe Staatskanzleireferate mit der Aufbau einzelner Holzbrücken beschäftigten und ähnliches. Also das war ja Tatsache Realität. Aber die dahinterstehende Vermittlung, für euch löst das im Endeffekt der Staat für euch.
kombiniert mit der logischen Folge, eine starke Zivilgesellschaft ist für dieses Staatsdenken potenziell schädlich. Also möchten wir möglichst keine starken zivilgesellschaftlichen Strukturen, mündet in der Summe, und das ist meine die Quintessenz der These, die Bevölkerung hatte nie die Chance, sich wie in anderen Bundesländern selbst stärker zu organisieren, eine starke Zivilgesellschaft aufzubauen, ist deswegen auch gar nicht in der Lage, in dem Moment, wo der Staat Tatsache in bestimmten Bereichen versagt, steuernd entgegenzuwirken, hat auch gar nicht den Anspruch. Und jetzt ist die Situation so, man hat uns versprochen, wir lösen das für euch, jetzt kommt die Lösung nicht, also sind wir der Meinung, der Staat ist doof und muss weg, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber das ist meines Erachtens ein kulturelles Erklärungsmuster, was sich vielleicht als zumindest teilweise tragfähig erweist. So, jetzt Ihre Frage. Ja, also ich habe eigentlich mehr oder weniger zwei Fragen. Ich würde sagen, einen Kampfprofessor oder Doktor. So schnell kann es gehen. Aber es kann noch werden. In Frage kann ich sagen, ich hätte es nie gelesen. Und zwar geht es, wie Sie gerade in den Elsässer-Ansprachen, habe ich mir vorhin schon die Frage gestellt, inwiefern kann jetzt die neue Rechte von der Querfront oder sogenannten Querfront so trennscharf abgekoppelt betrachtet werden? Sprich, wo gibt es da mehr oder weniger vielleicht Verbindungen oder wo gibt es konkrete Unterschiede? Und das andere wäre dann noch so vielleicht auch ein Stück was Geschichtliches, und zwar die neue Rechte und die Verbindung zu Italien. Also ich habe gerade jetzt in Bezug zu den Identitären gelesen, dass die wohl sehr von denen finanziert worden wären, insbesondere durch die Casa Braun und Italien, wie auch immer sie heilen mögen oder Arthur mögen. Genau, das sind so die zwei Fragen, die sich von mir gestellt haben, wo ich nach Möglichkeit gerne Antwort hätte. Ja, also zur sogenannten Querfront, das ist ein etwas schwieriger Begriff, weil die Querfront eigentlich in den 30er Jahren, frühen 30er Jahren der Versuch war, von nationalen Kreisen, vor allem Militärkreisen, eine Brücke zu nicht-marxistischen Gewerkschaften zu schlagen. Da kommt der Begriff eigentlich her. Heute subsumiert man darunter alle möglichen Dialogversuche von Klinker mit der Rechten, und man kann sagen, ja, Jürgen Elsässer ist natürlich Teil dieses Projektes, aber Jürgen Elsässer surft eben immer noch auf seinen gelernten leninistischen Vokabeln. Er hat ja einen langen, langen Vorlauf, kommt, ich meine, aus dem Kommunistischen Bund ursprünglich und war dann in, glaube ich, jeder linken Zeitschrift dieses Landes mal einige Jahre beschäftigt, also auch in Zeitschriften, für die ich selber geschrieben habe und schreibe. Und erst dann, bis er dann eine nationale Erweckung hatte. Und insofern ist der Begriff der Querfront ein bisschen schwierig, weil er eigentlich auf der linken Seite, ich glaube, nicht mehr wirklich verortbar ist, auch wenn er sich selber dann eben mit seiner nationalbolschewistischen Rhetorik aufzuwerten versucht. Und er unter Kubitschek und den Seinen auch immer noch ein wenig unter Nationalmarxismusverdacht steht. Aber er arbeitet eng mit denen zusammen. Er gehört ja beispielsweise zu diesen 1%, zu dieser 1%-Initiative, und er tritt auch mit Kubitschek gemeinsam auf. Insofern, ja, das ist natürlich ein Teil dessen. Ich bin immer gespannt, ob noch andere Teile der ehemals Linken oder sogar heutigen Linken noch irgendwann meinen, sie müssen dann doch die Massen mal wieder da abholen, wo sie stehen, da wäre ich strikt dagegen, oder wo sie laufen. Also ich meine, Gabriel hat ja auch schon mal Versuche. Ja, Lafontaine sowieso. Gut, aber das sind Dinge, die aus meinem Begriff des Linken ehrlich gesagt auch schon wieder rausfallen. Ne? Das andere, die neue Rechte in Italien, ja natürlich, das habe ich ja vorhin kurz auch angerissen. Also erstmal die historische Orientierung war in weiten Teilen dieses breiten Spektrums in den 20er Jahren auf Italien gerichtet. Benito Mussolini hat das vorgemacht und eben auch schon 10 Jahre vor Hitler. Wie man einen Radikalkonservatismus mit sozialistischen Elementen aufwerten kann, nämlich genau mit den dynamischen Elementen der Arbeiterbewegung. Mussolini hatte seinen Vorlauf hier in der sozialistischen Partei. Sogar noch die Monarchie integrieren kann, das ist ja auch eine italienische Besonderheit, und die katholische Kirche, also sozusagen eine unglaublich große Schnittmenge unter einem autoritären Staatsgefüge, eben unter dem Label des Faschismus, der sozusagen diese Elemente auch in sich dann vereinigt hat, noch mit liberalen Wirtschaftsmomenten dazu. Insofern ist das Begehren immer sehr eng gewesen. Es gibt die These, sie ist nicht ganz komplett, dass
Mussolini persönlich Schriften von Oswald Spengler übersetzt hat. Er hat sie auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass sie auf Italienisch erscheinen und in Italien gedruckt werden. Es gibt eine enge Verbindung über sozusagen staatsrechtliche Kanäle von Karl Schmidt zu italienischen Juristen. Also da die historischen Linien sind klipp und klar. Malla Fallenbruch schreibt den Text Italia Dulce, der vordergründig, so wird er auch bis heute immer falsch gehandelt, eine Absage an den Faschismus ist, der, wenn man ihn aber endlich mal zu Ende lesen würde, diesen Text, dann würde man auch verstehen, dass in diesem Text drinsteht, die Deutschen brauchen den Faschismus, mit SC noch geschrieben, nicht weil sie haben das Preußentum, das ist genau das Gleiche, also es ist eben inhaltlich keine Absage, es ist nur eine Absage an diesem Begriff. Also das Begehren war auf jeden Fall da. Die Verbindung zur Casa Pound ist sehr eng, wobei ich jetzt, vielleicht ist mir das durch die Lappen gegangen, ich habe noch nie gehört, dass Gelder aus der Casa Pound nach Österreich geflossen sind, aber ich lass mich da gerne eines Besseren belehren. Wieder Kubitschek, obwohl mir der Name langsam zu häufig fällt. Ich bin eigentlich kein Freund von personenzentrierter Geschichte. Das sind nur in diesem Fall sind diese Kanäle und Verbindungen einfach so eng. Ist mit einigen seiner Aktiven sehr früh schon nach Rom gepilgert zu diesem Casa Pound-Projekt, also das ich ja selber als Nationalrevolutionär versteht und dass die sich ja selber den Titel Faschisten des dritten Jahrtausends gegeben haben. Also da auch wieder der Bezug auf den Faschismus. Und meines Wissens sieht sich die Casa Pound selber als Teil der der europaweiten identitären Bewegung. Also soweit ja, das gehört natürlich zusammen, aber über Geldflüsse kann ich Ihnen leider nichts sagen. Ja, also ich fand, nochmal keine Frage an Sie, als Herr Freund, ich fand es sehr interessant, die Frage, warum das sich in Europa, in Polen oder auch bei Orban und möglicherweise auch in den USA und in Frankreich gerade in die Richtung bewegt, wo Sie ja selber rätseln, wie Sie gesagt haben. Also Sie kennen sich jetzt gut mit den Vordenkern aus, was versprechen die denn? Also vielleicht kann man sich ja bei der Sache nochmal nähern, da habe ich noch nicht so ganz verstanden, was versprechen die denn den Leuten, dass die dann auch... Also womit versuchen sie zu locken? Damit kann man sich vielleicht dieser Frage nähern. Ja, das ist zum Beispiel hochinteressant, dass diese Kreise, sei es jetzt die Sezession oder auch die junge Freiheit, also wenn man dann mal wirklich differenzierte Programmatiken sucht, dann kommt man relativ schnell an ein Ende, weil also so mit Fragen wie Arbeitsrecht, Gewerkschaftsorganisation, Steuerprogramme, oder das wird da überhaupt nicht gepflegt, weil letztendlich kommt man eben aus dem, was man Metapolitik nennt. Und wenn man diese Sachen liest, und ich tue das jetzt leider schon sehr lange, das ist unglaublich redundant. Die erzählen eigentlich immer das Gleiche, aber konkrete politische Versprechungen, dafür ist, denke ich, jetzt in der Arbeitsteilung dann die AfD zuständig, die also eine Programmatik, da können Sie wahrscheinlich mehr sagen, eine Programmatik entwickelt. Da sind dann die Stichworte eben, was Höcke sagte, Minuszuwanderung, also übersetzt Massenabschiebung, die sind schon da, aber es ist halt alles doch sehr diffus und sehr plakativ. Was aber mein Eindruck auch von dieser Basisbewegung hier ist, also ich sagte das vorhin mal, die Gemeinschaft wird in der Aktion hergestellt, gar nicht unbedingt über die großen intellektuellen Traditionslinien. Versprochen wird, um mal den Titel eines Sammelbandes zu zitieren, der eine große Rolle Anfang der 90er spielte, als es schon mal einen kurzen Frühling der neuen Rechten gab, im Schatten der Wiedervereinigung, eine selbstbewusste Nation. Ja, versprochen wird eben die Aufwertung der nationalen Identität, was immer das sein mag. Na, versprochen wird dann natürlich die Abkehr von diesem sogenannten Schuldkult. Ja, das ist schlicht und ergreifend, dass die Auseinandersetzung mit den deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs aufhören soll. Man findet auch kaum Äußerungen beispielsweise über die Shoah bei diesen Leuten. Ne? Sie unterscheiden sich von den harten Nazis davon, dass sie eben bestimmte Offensiven kaum machen. Wobei jetzt gerade in der Blauen Narzisse vor einiger Zeit ein Aufsatz zu lesen war, wonach die jüdischen Gemeinden alle linksradikale Organisationen seien. Da habe ich dann doch gestaunt, dass sie jetzt doch mal diesen Schritt in den offenen Antisemitismus gehen. Es ging namentlich um Charlotte Knobloch, die eigentlich CSU-nahe ist. Die CSU, vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, war bisher keine linksradikale Organisation. Aber ich sagte vorhin, es gibt Leute, denen war Franz Josef Strauß zu links. So, aber so ganz konkrete, klare politische Programmatiken findet man da nicht.
provoziert es bei mir eine Frage, ist nicht genau dieses kaum zu greifende Heilsversprechen genau eigentlich das, weswegen sie so erfolgreich sind? Weil Stichwort AfD, da kommen wir ja regelmäßig genau an dasselbe Problem. Die Programmatik der AfD unter den Bundesländern, Bund, ist im hohen Maße inkonkludent und es müsste eigentlich ein Großteil der Menschen, die bei Pegida auf der Straße stehen, quasi, ich sag es mal banal, zum Kotzen bringen. Weil da geht es um die Beschränkung von Arbeitnehmerrechten. Mindestlohn ist ganz schlimm. Also da kommen wir richtig in die Sachen, weswegen dort teilweise Leute auf der Straße stehen, wo die AfD sagt, sind wir dagegen. Das geht gegen einen bezahlbaren Strom. Das ist viel ein striktes Elitendenken, wo jetzt wiederum durchaus die Anknüpfungsposition da ist. Aber das interessiert offensichtlich wenig Leute, weil offensichtlich so eine übergeordnete Heilserzählung da ist. Und das würde mich tatsächlich, muss man ernsthaft interessieren, ob das nicht sogar die Stärke dieser Bewegung oder zumindest dieser Gruppierung ist, dass sie eben nichts konkret Messbares versprechen können. Ja, ich denke schon. Also in dem Moment, wo eben wo man diese reine sogenannte rechtsintellektuelle Diskurssphäre verlassen hat, die sich aber auch immer um die gleichen Stichworte drehte, wie gesagt, kommt man tatsächlich jetzt an den Punkt, dass man realpolitisch sehr, sehr wenig zu bieten hat. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, Nasehi hat mal geschrieben, die Grünen hätten ja bei allen Dingen romantische Vorstellungen. Ich nehme, es hat er geschrieben, es ist jetzt ein Zufall, dass ich auf einer grünen Veranstaltung sitze. Ich bin keine Parteibindung an irgendjemanden. So, die Grünen hätten in allen Dingen politisch romantische Vorstellungen. Dann redet er mit jemandem, der nicht mal ansatzweise an die Dinge rankommt, die meines Wissens, und da bin ich nur alt genug dafür, in der Grünen Partei schon sehr früh differenzierte Arbeitskreise und Programmatiken hervorgebracht haben. Also verglichen mit beispielsweise dieser Strömung ist man in den Kreisen von Junge Freiheit und Sezession also doch immer sehr oberflächlich. So, man tendiert auf der einen Seite eher zwischen neoliberalen Positionen und staatsautoritären Positionen mit den Widersprüchen, die genau dieses dann wieder mit sich bringen. Das ist aber übrigens dann wieder in der Geschichte sehr, sehr ähnlich. Die Programmatiken in den 20er Jahren, die waren auch sehr ähnlich oberflächlich und gingen sehr wenig in die Tiefe. Wenn man sich die wirtschaftspolitischen Vorstellungen in den wenigen Texten, in denen sich Möller-Vandenbrugg oder Oswald Spengler dazu äußern, mal anschaut, das sind Allgemeinplätze, die schaffe ich auch noch. Also ja, das sind eben keine speziellen Angelegenheiten. Insofern, ja, das ist vielleicht natürlich auch gerade der Vorteil dieser diffusen Bewegung, die ist eben so breit gehalten, da kann sich zumindest auf der Straße jeder noch mit identifizieren. In der Diskurssphäre vom Institut für Staatspolitik, da muss man dann schon die Schlüsselbegriffe und die Debatten und auch die Literatur etwas besser kennen. Das auf jeden Fall. Aber auch die sind wenig realpolitisch, weil sie das nie sein wollten, weil sie immer Metapolitiker waren. So mit Blick auf die Uhr, einige müssen die Veranstaltung sozusagen stehend beiwohnen, würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt eine letzte Fragerunde. Einen Fragenden habe ich schon gesehen. Ich gucke nochmal ganz hinten sozusagen. Okay. Also ich habe auch noch eine Frage entdeckt, zwei Fragen, ich würde jetzt mal sagen, weil die stehen müssen, nehmen wir die jetzt mal zuerst dran. Ja, bitte mal vorbrüllen, ja? So, meine Frage ist die, inwieweit eventuell die Schere zwischen Arm und Reich für solche Ideen besser zugänglich ist und welche, was für Ursachen das vielleicht mitwirkt. Das war's schon. Gleich noch die zweite Frage hinterher. Ja, kann man da ein einheitliches Bild von den Leuten, die heutzutage hingehen, zeichnen? Gibt es vielleicht einen Begriff? Also ich meine, Nazis trifft es irgendwie nicht ganz, Rechte trifft es wahrscheinlich nicht schon, aber gibt es da vielleicht einen Begriff, mit dem man die bezeichnen kann, oder durch was sie sich auszeichnen, was sie gemeinsam haben? Also ich sortiere jetzt mal als Moderator die Arm-Reich-Frage, würde ich jetzt mal dich abgeben und Pegida Christo. Ja, wobei die gehören ja doch sehr zusammen. Und das Problem ist, dass ich natürlich, was jetzt die ganz reale Situation auf Dresdens Straßen betrifft, tatsächlich nur meine Ferndiagnosen haben. Ich gucke mir natürlich die Videos an, aber ich habe allerdings schon mit einigen Leuten aus der Region hier, die das beobachten,
gesprochen und wurde soweit aufgeklärt, ich lasse mich dann gerne korrigieren, ob diese Analyse stimmt, dass es eher eine Bewegung der Leute ist, die inzwischen was zu verlieren haben. Es wird das geteilt. So, ja, also so eine klassische untere Mittelstandsgeschichte und die AfD, die ja angefangen ist als eine, ja, wie gesagt, eine Honorationpartei ursprünglich, dann aber mit dem Putsch gegen Lucke, ja, sich glaube ich auch da noch ein bisschen verbreitet hat und weg von diesem professoralen Image gekommen ist, zieht wahrscheinlich ein sehr ähnliches Milieu an, aber ich bin kein Parteienforscher. Dass natürlich soziale Unsicherheiten und so weiter das Feld bereiten für eine derartige Agitation, das ist jetzt, glaube ich, ein Allgemeinplatz, den muss ich nicht bringen. Wie man das charakterisieren kann, also wenn ich mir die Inhalte anschaue und die Form anschaue, würde ich sagen, Pegida ist durchaus, und ständig mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann auch über eine ja, völkische Bewegung, die die Form einer sozialen Bewegung annimmt, wobei das kein Wunder ist, weil auch die völkische Bewegung im Wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Zeit auch Formen einer sozialen Bewegung hatte. Also das passt durchaus. Ich glaube, im selben zitierten Artikel war noch von, was ich sehr treffend fand, in dem ganzen Konglomerat AfD und Pegida vom Nukleus der Bürgerkriegspartei, also die Rede. Also die AfD, die jetzt versucht sehr stark zu fokussieren, sie alleine sei in der Lage, die Interessen der Entrechteten und damit zur Frage Pegida, der entrechteten Teil der Bevölkerung, die was zu verlieren haben, gegen den Staat zu vertreten und dann auch durchzusetzen. Also ich sehe auch, wenn es eine Bindung gibt und ich halte Pegida für eine recht heterogene Veranstaltung, wenn man sich das auf der Straße auch anguckt, ich warne da auch immer vor vorschnellen Schlüssen, die in die einfache Richtung wenig gebildet oder einfach empfänglich für einfache Botschaften gehen. Das ist beileibe nicht so der Fall. Es ist eher ein durchaus besser ausgebildetes Facharbeiterklientel in einem hohen Maße zu finden. Das sagen zumindest die empirischen Studien. Davon haben wir ja in Dresden zwei Lehrstühle, die mittlerweile fast drei Lehrstühle, die permanent konkurrieren, wer die bessere Pegida-Studie macht. Ich sage an dieser Stelle, ich halte alle für wenig erklärungstauglich, aber das erläutere ich gerne mal in Ruhe. Aber diese Angst, etwas zu verlieren, und dafür braucht man überhaupt erstmal was, was man verlieren kann, das ist, glaube ich, die große Bindewirkung. Ich habe selber in den Anfängen mal Pegida-Demos relativ regelmäßig daneben gestanden, begleitet in Anführungsstrichen. Das ging so lange gut, bis man mich erkannt hat. Dann habe ich das gelassen. Da ist immer wieder eins auffällig geworden mit den Leuten, mit die einem teilweise auch, den man diskutiert hat, war immer die Angst, was passiert mit mir im Alter. Also sowieso die große gesamtgesellschaftliche deutsche Frage, Alterssicherung, womit wir bei Schere arm und reich sind. Das ist Tatsache ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo man dort wunderbar auch aufdockt. Und dann immer die Argumentation wird, jetzt kommen Leute, die kriegen was, ohne dafür was getan zu haben. Ich habe viel getan und kriege dafür am Ende wenig. Und aus diesem Konglomerat von Verlust, Angst und Neiddebatte hat man so eine gewisse Bindungswirkung unter denen, die da sind. Es sind auch noch ganz andere. Ich unterstelle jetzt den Neonazi-Hooligan-Klientel, was in mehreren Hundertschaften bei Pegida stellenweise mitgelaufen ist, eher weniger, dass sie da eine persönliche Betroffenheit noch stellen, sondern es ist einfach die Absicherung im Sinne, wir machen jetzt mal im Zweifel, falls es Stress gibt, die Straße frei und das identitäre Erweckungserlebnis der Versammlung. Und so hat man eine Vielzahl von eher so Teilgemeinschaften bei Pegida, die was verbindet. Und ich sehe bis heute ja nicht die große Klammer, weil auch die, man auch das würde sagen, die Probleme, die dann immer artikuliert werden, sind in den wenigeren großen Fällen, hatten meistens natürlich einen Bezug zu Asylbewerbern und Asylbewerbern, aber in häufigen Fällen waren es hoch individuelle Probleme, die artikuliert werden, die bis hin zur Kleinkläranlage reichten. Und das ist jetzt nichts, worüber Asylbewerber was mit zu tun haben. So, ich habe noch zwei Fragen. Ihre gesehen und wo nee, habe ich noch jemand übersehen? Okay. Dann haben wir noch zwei Fragen zum Abschluss. Also genau auf das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Littmann, zum Schluss, sind eher diffuse Ängste offenbar. Und Herr Weiß, Sie haben es genannt, eine Tendenz zu autoritärer Regression, also geradezu eine psychoanalytische
Erklärung angedeutet, Mitscherlich in Fähigkeit zu trauern, also hätte auch diese historische Dimension. Und dann habe ich sozusagen die Frage, haben wir deswegen ein Problem, weil Pegida im Kern überhaupt kein politisches, sondern ich sage mal ganz böse, ein pathologisches Phänomen ist? Ein Stück weit. Meine Frage bezieht sich ein bisschen auf die Frage, die vorhin kam, bezüglich der Ziele oder die Sachen, die diese konservative Revolution bieten kann. Und zwar sehe ich das manchmal so, dass es Parallelen gibt zwischen diesen Leuten, die zum Islamischen Staat gehen und die sich jetzt irgendwie in dieser Pegida-Bewegung engagieren, dass da eigentlich gar nicht die Ziele und die Thematik eine Rolle spielt, sondern dieses Erlebnis, dass man Teil einer Gemeinschaft wird und sich dadurch aufwerten kann. Und kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass diese Ziele bei der kulturellen Revolution gar keine Rolle, konservativen Revolution gar keine Rolle spielen, sondern dass es einfach darum geht, das Gefühl zu haben, man wird jetzt mitgerissen von dieser Bewegung und diese Bewegung kann auch die eigenen Probleme lösen? Die Fragen sind ja fast schon identisch, muss man sagen. Ich halte, auch wenn ich mich vorher eines Vokabulars bedient habe, das natürlich sich zurückverfolgen lässt in die Psychoanalyse, wobei ich es jetzt eher in der klassischen Theorie verorten würde. Ich halte erstmal nichts von der Pathologisierung des politischen Gegners. Das ist ein ganz gefährliches Instrument, das sollte man der anderen Seite überlassen. Wenn ich davon rede, von einem autoritären Regress, dann geht es mir um die Subjektkonstitution in der Moderne. Was wird eigentlich durch die Gesellschaftsform, durch die Wirtschaftsform konstituiert für eine Subjektivität? Wie stellt sich das Individuum immer wieder selber her? Was bin ich denn eigentlich? Und anscheinend geht das nur über Konkurrenz, über Leistungsparadigmen, dann über imaginierte Gemeinschaften, Kultur, Nation, ethnokulturell ist dann sozusagen die Verschränkung dessen. Also gibt es nicht noch andere Angebote der Identität? Ja, brauche ich dafür eigentlich einen Ballast, von dem übrigens die meisten, die ihn vor sich hertragen, überhaupt nicht benennen können? Also ich habe manchmal den Eindruck, was irgendwie nationale Literatur angeht, habe ich 10-mal mehr gelesen als Leute, die da selber aktiv sind. Ne? Insofern, das ist sozusagen mein Angebot, das ich machen kann. Und das läuft bei mir dann tatsächlich eher über kritische Theorie, die natürlich den Ansatz der Psychoanalyse von Freud auch aufgenommen hat. Das ist völlig richtig. Ähnlich dann, ich glaube nicht, dass es der Grund alleine ist, aus einer bestimmten psychosozialen Disposition sich Bewegungen anzuschließen, wie dem IS oder Pegida. Das halte ich auch für eine sehr steile These. Es sind vielleicht eher Leute, die in zum Kameradschaften gehen, also die auch eine gewisse Gewaltaffinität haben und ja dieses Verlierer-Ding natürlich auch sehr stark. Aber man kann ja nun, wenn man Verlierer ist, alles möglich machen oder sich als Verlierer fühlt. Man kann auch als Gewalttäter alles Mögliche machen. Die Frage ist, warum diese Gewalt dann sich gegen bestimmte Gruppen richtet. Das ist auf der einen Seite Gruppen, die gesellschaftlich markiert werden und auf der anderen Seite auch Feindbilder, und da kann man das Subjekt nicht von der Verantwortung freisprechen, die man auch selber in sich hat. Also ich verstehe tatsächlich einfach nicht, warum Leute die Sexualität von mündigen, erwachsenen Menschen thematisieren. Das geht die doch einen Scheißdreck an. Ja, warum soll denn bitte Homosexualität nicht unterrichtet werden in der Schule? Also das Wissen darüber, ja, das kann man dann schon bei Freud wiederum nachlesen, dass heterosexuelle Perversion und homosexuelle Perversion sich also schon rein physisch kaum unterscheiden. Ja? Und Perversion meint Freud wertfrei. So, warum werden diese Zielgruppen gesucht? Ja, wenn ich Uniform mag, kann ich auch zur Feuerwehr gehen. Da muss ich nicht Fascho spielen. Ja, also insofern sind mir diese ja, gut, dann nehme ich ein rheinisches Beispiel, Funkenmariechen sein. Ja? Kann man alles machen. Also irgendwie ist mir dieses rein psychologische Ding dann auch immer wieder zu kurz. Ja, die haben jetzt einen Komplex, deswegen stehen sie auf Waffen oder so. Nee, man muss schon gewaltig Ideologie im Kopf haben, um sich entweder einer Struktur wie dem IS anzuschließen, die wirklich nur noch einen Todeskult betreibt und alles, was irgendwie an Emanzipation erinnert, gnadenlos abmetzgert. Ich bin da ziemlich rabiater Gegner, wie Sie vielleicht merken.
oder eben einer faschistischen Struktur, die sich davon sehr wenig unterscheidet. Natürlich kann man jetzt sagen, sie können doch nicht den IS selbst mit heutigen Neonazis vergleichen. Der IS ist ja viel militanter. Jetzt muss ich dann als Historiker sagen, ja, aber die Gewaltstatistik des Faschismus ist jetzt, wenn wir mal zurückblicken, nicht ganz jünger, ja, Zweiter Weltkrieg. Also insofern, doch, es gibt auch ideologische Dispositionen, die man ernst nehmen muss, und deswegen bin ich durchaus auch jemand, der zu Leuten sagt, deswegen bist du mein Gegner. Und deswegen habe ich auch ein inhaltliches Problem mit dir und will dich jetzt nicht nur therapieren, helfen, das Gespräch führen, weil du hast ja eine Zielgruppe ausgesucht als Gegner, die also derartig wehrlos beispielsweise ist, dass ich dann auch wirklich nur noch verachten kann, was du da tust. Also deswegen, mit all diesen Dingen, wie gesagt, dieser autoritäre Regress, wenn ich diese Vokabeln verwende, ich meine das tatsächlich gesamtgesellschaftlich, was ist hier für eine Disposition hergestellt worden, durch welche äußerlichen Faktoren auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite, warum suchen sich die Menschen auch bestimmte Feindbilder? Man kann niemanden davon entlassen, von der Verantwortung, sich selbst dafür entschieden zu haben, Faschist zu sein. Das, dazu stehe ich nun mal durchaus. So, jetzt, Ich würde da wenig hinzufügen, weil ich es im Grunde teile. Ich bin nochmal bei Pegida und weil es für Verantwortung kam. Ich habe schon nach wie vor das Gefühl, die Angst des Bürgers, Verantwortung zu übernehmen, spielt dort eine riesengroße Rolle, und deswegen die Transformation der Staat soll es für mich lösen. Das ist dann der autokratische Regress, den man dann wirklich merkt, sondern nach dem Motto, wenn ich selbst Versagensangst habe oder Angst habe, überhaupt irgendwas zu tun, womit ich versagen kann, dann soll bitte mir jemand die Hand reichen. Und das ist dann der autoritäre Staat in dem Fall. Sicherlich, da bin ich dann dabei, es gäbe auch noch zig andere Möglichkeiten, das zu verwirklichen, ohne bei Pegida oder neonazistischen Strukturen mitzulaufen. Und da kann man dann auch die Leute nicht dadurch entbinden, zu sagen, das ist dann logisch, weil wenn man eine autoritäre Führung will oder überhaupt eine Handreichung haben will oder zumindest nicht vollkommen Angst haben muss, dann muss man zwangsläufig zu Pegida gehen, das ist ein folgelogischer Schluss. Dann würden da Hunderttausende auf der Straße stehen. So. Irgendwann müssen wir einen Punkt setzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Volker Weiß und bei Valentin Lippe. Das ist euer Applaus.